Ja, herzlich willkommen nochmal. TU Vision ist heute mit dem Thema gesellschaftliche Verantwortung einer technischen Universität in Zeiten der Digitalisierung, der digitalen Transformation und der Klimakrise zum dritten Mal da, zum dritten Mal im virtuellen Raum da. Es gab schon zwei Veranstaltungen im Spätherbst. Wir begleiten Sie durch den ersten Teil der heutigen Veranstaltungen. Das bin ich, Sibylla Zech, Raum- und Landschaftsplanerin, Professorin am Institut für Raumplanung. Und nach gutem alten Brauch, obwohl wir eigentlich keine Wiener sind oder Wienerinnen sind, machen wir das in einer Doppelkonferenz Rudi Scheuwens. Ja, danke Sibylla. Auch ich möchte ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen TU Visionsveranstaltung. Dass ich kein Wiener bin, hört man mir an, glaube ich. Ich kann es nicht verleugnen in all dem. Ich komme auch aus der Fakultät für Architektur und Raumplanung, bin dort eben Dekan dieser Fakultät und seit Beginn an in der TU Visionsgruppe mit aktiv, was einfach ein unglaublicher Gewinn ist, den man hat im Laufe der Zeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen über die Fakultätsgrenzen hinaus ins Gespräch zu kommen. Und das ist der eigentliche Anlass dessen, was TU Vision eigentlich ist. Viele werden es wissen, weil wir es immer wieder ganz kurz auch erläutern. TU Vision ist eine Initiative, die zurückgeht auf Sabine Seidler, unsere Rektorin, die zum Jubiläum der TU 2015 war das schon, 5 Jahre ist das her, ich finde das unglaublich, diesen Diskurs im Rahmen der TU Vision gestartet hat. Es ging letztlich darum, eine Gruppe zu finden, etwas in Bewegung zu setzen, zu dem wir mal über Strategien in der Entwicklung der TU reden können. Wichtig war uns damals, dass wir Einfluss nehmen auf Entwicklungspläne an der TU, dass wir Einfluss nehmen auch in einem Bottom-up-Prozess über Strategieausrichtung, Schwerpunktsetzungen, Exzellenzinitiativen, Nachwuchsförderung, also all die Themen, die uns ständig prägen in unserer Arbeit. Mit denen wollten wir uns in dieser TU-Visionsgruppe auseinandersetzen und machen das jetzt mittlerweile seit 5 Jahren in unterschiedlichen Schwerpunkten. Und in diesem Jahr haben wir uns der akademischen Kultur gewidmet, die wir an der TU Wien haben. Wie bringen wir uns eigentlich ein in dieser akademischen Kultur, auch in gesellschaftliche Diskurse? Wie präsent ist die TU Wien auch in jenen Fragen, die uns berühren in der Gesellschaft, in Fragen im Umgang mit der Klimakrise, ebenso wie im Kontext der Digitalisierung. Ich glaube, allen ist relativ naheliegend, dass gerade in den letzten Wochen die TU präsent war. Wenn wir über die Corona-Krise reden, Niki Popper mit seinen Modellrechnungen, und ich habe das eben im Vorgespräch schon gesagt, gestern, obwohl Borussia Dortmund gestern verloren hatte, gab es danach eine sehr erfreuliche Mitteilung, dass nämlich Kollegen der TU Wien gelungen ist, erste Fotoaufnahmen des Virus zu machen, die mittlerweile überall in den Gazetten grassiert. Also wir wissen mittlerweile, wie er aussieht oder wie es aussieht. Es ist nun ein S in diesem Fall. Und spannend an sich, was da passiert. Aber das, was uns eigentlich treibt, sind weniger die Fotos vom Virus, sondern wie engagieren wir uns an der TU im Kontext dieser Klimakrise? Wie engagieren wir uns in Fragen der Digitalisierung? In welcher Verantwortung stehen wir eigentlich dort, wissenschaftliche Erkenntnisse zu übersetzen, sie nutzbar zu machen für öffentliche Diskurse? Das sind viele Fragen, die uns treiben, und wir haben uns jetzt für heute vorgenommen, in dieser Gesprächsrunde, in der ersten Gesprächsrunde mal hineinzuhorchen in die TU Wien mit der Frage, was gibt es eigentlich für Initiativen, die bereits existieren. Wir haben Vertreter einiger Initiativen eingeladen. Was für Erfahrungen liegen vor? Wie motiviert man eigentlich Kolleginnen und Kollegen, sich in gesellschaftliche Diskurse einzubringen? Wie ermächtigt man, wie fordert man sie auf und wie unterstützt man sie vor allen Dingen auch? Auch das ist uns eine ganz, ganz wichtige Frage, der wir heute mal nachgehen wollen. Was braucht es einfach an Rückendeckung aus dem Kontext einer TU, damit wir uns wirklich auch gesellschaftlich öffentlich engagieren können? Und Sibylla, dann gebe ich nochmal jetzt wiederum zu dir zurück. Ja, danke schön. Rudi, ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen unsere ersten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in der ersten Runde des heutigen Abends und möchte euch bitten, auch die Kameras einzuschalten. Vertreterinnen von sehr spannenden Initiativen, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die hier an der TU entstehen, also auch in die Gesellschaft hinausbringen. Und wir dürfen unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner kurz vorstellen. Da ist zum ersten Florian Zech,
fast Namenskollege von mir. Ich glaube, ich habe jetzt richtig gesagt, dass du Tschech heißt, weil zu mir sagt man immer Tschech und heißt eigentlich Zech und dir geht es wahrscheinlich in Westösterreich umgekehrt, ne? Das kennt man. Florian arbeitet am Center for Informatics and Society und da klingt das ja schon im Namen durch, dass du dir kritische Gedanken zu den gesellschaftlichen Auswirkungen von Technologien, von IT-basierten Technologien machst. Du setzt dich mit Problemen automatisierter Entscheidungsfindung auseinander, die ihr realisiert inter- und transdisziplinäre Kooperationen zu technischen und gesellschaftlich relevanten Fragestellungen, so immer die Nahtstelle Technologieentwicklung, soziale Verantwortung spielt da eine Rolle. Fakultäts- und universitätsübergreifend ist diese Gruppe unterwegs und du bist damit eingeladen als Vertreter einer Informatikgruppe, die sich mit der Ethik von Algorithmen auseinandersetzt. Also herzlich willkommen in dieser Runde. Danke vielmals für die Einladung. Danke. Ich mache weiter und darf Barbara Lahr vorstellen. Barbara Lahr ist wahrscheinlich eine der wenigen richtigen Wienerinnen, die in der Runde jetzt hier gerade sitzen. Also Lebenslauf eben seit Geburt Wienerin. Das ist wichtig eben, glaube ich, in der Wahrnehmung Wienerin und Wiener zu sein. Mal lassen wir mal die anderen Generationen raus. Wohnt Margareten, finde ich auch wichtig in diesem Fall im Innenstadtbezirk, weil da wohne ich nun selbst auch und man erlebt tagtäglich in so einem innerstädtischen Bezirk, was es heißt, auch im Sommer in einer Stadt zu leben, die gerade im öffentlichen Raum wenig Freiraum bietet, wenig eben Attraktivität bietet. Und sie engagiert sich jetzt aus zwei Perspektiven in einem Rahmen Platz für Wien, die ich ganz kurz erläutern möchte. Die eine Perspektive ist jene, dass Barbara Lahr Mitarbeiterin ist am Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, die sich dort eben mit Fragen des Verkehrs und der Mobilität auseinandersetzt und dieses Wissen einbringt in eine zweite Gruppe, das zweite Leben von Barbara Lahr, Platz für Wien. Eine Gruppe, die, glaube ich, sehr präsent geworden ist im Wahlkampf, die auch wirklich informiert hat, die Wissen zusammengetragen hat, die Menschen mobilisiert hat, sich einzusetzen für ihre Stadt und das eben sehr gut flankiert über wissenschaftliche Erkenntnisse. Darüber werden wir gleich sicherlich noch mal reden. Das ist die Gruppe Platz für Wien und ich glaube, dass dieser Link eben einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse auch in politische Diskurse mit reinzubringen, für uns ein Motiv war, Barbara Lahr heute mit einzuladen und darüber zu reden. Interessant ist, Platz für Wien hat 57.000 Unterschriften gesammelt. Nur zum Vergleich, die NEOS haben 54.000 Wählerstimmen bekommen und sind in der Stadtregierung. Also hätte der kandidiert, Platz für Wien, dann wäre der jetzt möglicherweise in der Stadtregierung. Und das macht auch deutlich, wie wichtig es eben ist, auch was die Unterstützung betrifft, sich zu engagieren. Sibylla. Ja, und willkommen Barbara und herzlich willkommen auch René Sedmik. René Sedmik ist Physiker, hat an der Universität Wien Physik studiert und dann sein PhD-Studium hier an der TU Wien. Und er hat ein breites Band an Feldern zu bieten, in denen er gearbeitet hat, von der industriellen Software her und der Elektronik bis hin zur Weltraumplasmaphysik, von den Materialwissenschaften bis zur mathematischen Physik und nicht kommutativen Quantenfeldtheorien. Ich habe es nicht gut gelernt. Und du hast ein sehr spannendes, langfristiges Forschungsziel, denke ich auch, eben mit der Untersuchung des Quantenvakuums, mit dunkler Energie, dunkler Materie, Casimir-Physik. Also ich glaube, extrem spannend. Also es zeigt schon, die wissenschaftliche Kompetenz, die wir hier in der Runde haben, ist beeindruckend und enorm vielfältig. René ist hier als Vertreter der Scientists for Future eingeladen, jener überparteilicher und überinstitutioneller Zusammenschluss von Wissenschaftlern aus vielen Disziplinen, die eben angesichts von Klimakrise, Biodiversitätskrise, Nachhaltigkeitskrise ihre Aufgabe auch darin sehen, also öffentlich auch eine proaktive Stimme zu zeigen. Herzlich willkommen in dieser Gesprächsrunde. Danke für die Einladung. Gerne, auch wenn wir nicht mal alles verstehen, was mit der dunklen Materie auf sich hat. Das ist das Los, das wir als Planer und Architekten tragen, dass wir eben in den Sphären nicht immer zu Hause sind, aber es total spannend finden, immer was die Kollegen dort machen.
Wir wollen einfach einsteigen jetzt mal in die erste Runde. Wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit, also einen sehr kompakten Zeitraum. Wir könnten, glaube ich, lange viel reden. Wir könnten viele Präsentationen starten. Es soll ein Gespräch sein. Und meine Bitte nochmal, Sibylla hat es eben auch schon mal gesagt, wenn zwischendurch Fragen auftreten, wenn Sie Fragen stellen wollen, wenn Sie kommentieren wollen, nutzen Sie die Chat-Funktion. Wir haben den Chat im Blick und werden diese Fragen immer wieder einspielen in unserer Auseinandersetzung. Wir haben drei Runden vorgesehen. Die erste Runde, eine Auftaktrunde. Wir haben gerade die drei Kolleginnen und Kollegen ganz kurz vorgestellt. Wir möchten ein bisschen tiefer reingehen und Sie einfach bitten, nochmal auf Punkte einzugehen, was eigentlich Hintergrund Ihres Engagements ist, mit welchen Zielsetzungen Sie letztlich arbeiten, wie seid Ihr aktiv geworden in den Debatten. Und da, glaube ich, die drei Leute ganz unterschiedlich agieren, ist es spannend auch mal zu erfahren, was macht ihr eigentlich genau, was macht Platz für Wien, was macht Ethics in Algorithmen oder wie geht man eben auch in diesem Scientist for Future, die eine etwas andere Logik haben in dem, wie sie arbeiten. Aber was ist euer Kern dessen, eure Arbeit? Ich wollte mit Barbara, darf ich mit dir anfangen? Ja, natürlich. Ja, schön. Ich fange an mit, was treibt mich an? Ich bin noch gar nicht so lange an der TU als Universitätsassistentin, seit circa 2,5 Jahren. Und ich bin im Verkehrsthema unter anderem, habe ich mich dazu entschlossen, weil der Verkehr auch so ein großes Problem ist in der Klimakrise und in unserer heutigen Zeit. Und ich dachte mir, an der Uni kann ich jetzt forschen, wie können wir das Verkehrsthema lösen im Sinne der Klimakrise. Und der Forschungsbereich, in dem ich bin, war immer schon sehr kritisch und laut und hat auch in den Medien gesagt, von der Forschungsseite her, was für Auswirkungen gewisse verkehrspolitische Maßnahmen haben. Und mir ist immer bewusster geworden, dass es hier einen großen Gap gibt zwischen dem, was die Wissenschaft schon weiß, wie man eigentlich handeln sollte in der Verkehrspolitik, und dem, was draußen tatsächlich gemacht wird. Und Platz für Wien ist so entstanden, dass man eigentlich die Wien-Wahl letztes Jahr als Anlass genommen hat, eine Initiative zu starten. Ich war jetzt kein Gründungsmitglied, ich wurde nur gefragt. Das war so ein Schneeballsystem aus Leuten, die bereits engagiert waren in anderen Vereinen, wie zum Beispiel Radlobby oder Geht doch Wien, der Fußgängerverein. Und es haben sich dann aber auch sogar einige wissenschaftliche Kollegen da zusammengefunden, also Kollegen von der TU Wien und von der BOKU. Und es waren mehr oder weniger so drei Phasen. Zuerst ging es mal darum, dass wir konkrete Forderungen erarbeiten, die wir in Form einer Petition dann eben an die Stadtregierung stellen und dafür Unterschriften sammeln. Das war das Zweite. Die dritte Ebene war dann, dass wir auch in Diskurs mit der Politik getreten sind. Wir waren dann in allen oder in den Bezirken, wo man auch mit uns sprechen wollte, in Wien, und haben mit den BezirksvorsteherInnen über diese Thematik gesprochen. Ja, es wurde schon viel angesprochen. Wir haben dann 57.000 Unterschriften gesammelt. Da wollte ich nochmal ergänzen, das sind eben 5% der Wahlberechtigten in Wien. Und das ist das, was es bräuchte, um ein Volksbegehren auf Stadtebene zu initiieren. Wir haben keins gemacht, aus unterschiedlichen Gründen, aber mal um diese Relation aufzuzeigen. Und was ich an dem Platz für Wien-Projekt auch so spannend fand, war, dass es eigentlich für mich eine Art Wissenschaftskommunikation war. Also ich habe mich zuerst nur engagiert, weil ich mir gedacht habe, ich habe das Background-Wissen, ich weiß, das ist wichtig, ich möchte mich da engagieren. Aber ich habe auch gemerkt im Gespräch mit Politikerinnen und mit den Leuten, die sich engagieren, wie viel eigentlich noch nicht gewusst wird von der breiten Allgemeinheit und auch von den Entscheidungsträgerinnen. Mhm. Und auch dieser Prozess der Forderungserstellung, das war ein bisschen so ein partizipatives Erarbeiten, wo Leute aus der Wissenschaft zusammenkommen mit den unterschiedlichsten Menschen in der Bevölkerung. Das fand ich sehr schön, und wir haben auch kreative Aktionen im öffentlichen Raum gestartet, wo wir auf uns aufmerksam gemacht haben, wo wir Leuten auch gezeigt haben, was man eigentlich anderes mit dem Straßenraum machen könnte, wie man den menschengerechter, klimagerechter gestalten kann.
Danke, Barbara. Also ich hatte eben schon gesagt, es ist eine Frage auf der Zunge, das wir gleich diskutieren wollen. Werdet ihr jetzt alle zu Politikern aus der Wissenschaft in die Politik mit hinein? Und du hast gerade zum Schluss nochmal, fand ich auch ganz gut deutlich gemacht, es ist sowas wie ein Wissenschaftsnetzwerk entstanden. Also die Übersetzungsarbeit zu leisten und wirklich zu erklären, zu begründen, Bilder aufzuzeigen, das war, was glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, was wir viel häufiger machen müssten, auch positive Bilder mit hineinbringen, was, glaube ich, im Kontext des öffentlichen Raumes relativ einfach noch ist, gerade im Winter, wenn der Schnee fällt, wenn man sieht, welche Fahrspuren nicht benutzt werden, was an verschenkter Raum da ist im Straßenraum. Das ist, wenn wir über Algorithmen reden, wesentlich komplexer, weil die sieht man einfach nicht. Man vertraut darauf, dass das, was uns die Computer ausspucken, schon richtig ist. Ich verzweifle an den Algorithmen beispielsweise bei Instagram, ich verstehe sie einfach nicht. Aber was mag das erstmal machen, wenn ich im AMS arbeite und der AMS eben Zuweisungen vornimmt von Arbeitssuchenden, nach irgendeinem Algorithmus etwas bewertet und die Ergebnisse plötzlich eine Wirkung entfalten, die ins sehr Persönliche hineingehen. Und mit genau diesen Fragen, glaube ich, befasst sich in diesem Fall Florian Tschech. Also wollte ich auch mal zu dir jetzt weitergeben. Was charakterisiert eure Arbeit, die ihr da aufgebaut habt und wie engagiert ihr euch da? Ja, also ich glaube, du hast schon die richtigen, die wichtigen Punkte angesprochen und der Brückenschlag zu dem Statement von Barbara Lahr gerade vorher ist, dass wir uns natürlich mit der genau gegenüberliegenden Problematik konfrontiert sehen, nämlich es ist nicht wirklich unser Job, einen Enthusiasmus in den Institutionen der Gesamtgesellschaft zu wecken für neue algorithmische Systeme, Entscheidungssysteme oder Automated Decision Making, sondern wir nehmen eine kritische Position ein. Wir versuchen, Problemstellungen zu erarbeiten und ein bisschen auf die Bremse zu treten und diese gesellschaftlichen Fragestellungen auf dasselbe Level zu heben wie die sehr viel diskutierten technischen Fragestellungen, die zusammenhängen und natürlich auch diese großen Versprechungen, die mit all diesen Systemen einhergehen und die gesellschaftlich vorhanden sind. Also wir müssen versuchen, eher hier ein bisschen einen Enthusiasmus zu bremsen, der auf institutioneller Ebene derjenige, die diese Systeme designen, vorhanden ist und gleichzeitig aber auch es schaffen, irgendwie die Kommunikation zur Gesamtbevölkerung hinzubekommen, die schon mit einer gewissen Skepsis an die Sache herangeht. Das ist was, was wir gerade an diesem Beispiel, das du angesprochen hast, dem AMS-Algorithmus, der sicher einer unserer wichtigsten Engagementbereiche ist, dort ganz besonders klar geworden ist. Also unsere öffentliche Kritik, die wir geübt haben, unsere Statements, haben sehr schnell zu einer großen Reaktion, einer breiten Reaktion auf vielen verschiedenen Ebenen, also sei das oft im Social Media oder in etablierten Medien wie Radio oder Fernsehen geführt. Ich denke, generell ist es für uns vielleicht ein bisschen einfacher, aufgrund unseres Forschungsthemas mitzudenken, dass Gesellschaft ein wichtiger Aspekt unserer Forschung sein muss. Und dadurch treten wir fast automatisch in Kontakt mit der Gesellschaft. Also wenn wir Kritik üben an einem System mit dem AMS-Algorithmus, ist es nicht weit her, dass wir direkt danach Kontakt bekommen mit zum Beispiel Arbeitsloseninitiativen, die davon gehört haben, aber die genau demselben Wissensgap, den Barbara Lahr gerade vorher angesprochen hat, beklagen, nämlich dass sie nicht wissen, was dort passiert und dass sie das Gefühl haben, es fehlt ihnen die Expertise, um auch eine kritische Stellung einzunehmen, die ernst genommen wird. Mhm. Die Frage, was wir jetzt damit tatsächlich tun, wie interagieren wir damit? Die Story vom AMS-Algorithmus hat sich eigentlich sehr, sehr spontan entwickelt. Es ist publik geworden, dass das AMS das plant. Es wurde ein mehr oder weniger fundiertes Strategie-Paper herausgegeben von der Firma, die das entwickelt hat, das mir zufällig untergekommen ist, das ich gelesen habe. Und dann war es eigentlich weniger meine Rolle als akademischer Forscher, der darauf angesprungen ist, sondern rein als Privatperson, wo mir sofort klar geworden ist, das gibt problematische Aspekte. Und ich persönlich fände das sehr problematisch, wenn ich mich dem ausgesetzt fühle. Und ich würde daran Kritik üben. In meiner anderen Rolle als akademischer Forscher habe ich natürlich gerade zu diesem Thema das Hintergrundwissen, auch das
kontextuelle Verständnis und nicht zu vergessen, auch den Lehrauftrag, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und damit war es für mich relativ klar, dass es ein bisschen heuchlerisch wäre oder vielleicht sogar, würde ich das vielleicht sogar als scheinheilig bezeichnen, wenn ich mich in meinem Berufsalltag damit auseinandersetze, Studierenden einzutrichtern, sie müssen reflektieren, sie müssen Stellung beziehen zu diesen Themen, sie müssen sich Gedanken machen zur Ethik und es dann selbst nicht zusammenbringen, hier rauszutreten und zu sagen, hallo, reden wir über dieses Thema, hier gibt es einen Diskurs, der geführt werden muss. Ja. Konkret hat sich das dann so ergeben, dass ich über Kontakte direkt auf Journalistinnen zugetreten bin. Mhm. Gesagt habe, das ist ein Thema, mit dem ich mich wissenschaftlich beschäftige. Wenn ihr dazu was schreiben wollt, stehe ich zur Verfügung. Ich biete mehr oder minder ein Interview an. Und das hat sehr schnell von einem zum anderen geführt, bis hin eben dazu, dass sich aus diesem Erstkontakt, diesem ersten, dazu sollten wir was sagen, wissenschaftliche Kooperationen und Kontakte über vier verschiedene Wissenschaftsinstitutionen in Wien gebildet haben, bis hin zu einer Arbeitsgruppe oder mehreren Arbeitsgruppen sogar, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, Forschungsprojekten, Publikationen und nicht zuletzt natürlich eine ganze intensive Öffentlichkeitsarbeit, die sich jetzt schon über fast 3 Jahre hinzieht. Faster, was können wir gleich in der nächsten Runde mal erörtern? Welchen Mehrwert für die wissenschaftliche Arbeit zieht ihr aus diesem gesellschaftlichen Diskurs? Wäre ja auch eine interessante Frage. Ich wollte weitergehen jetzt noch in der ersten Runde zum René Sedmik. Also ich hatte mir gerade Notiz gemacht vom öffentlichen Raum zu Algorithmen, zur dunklen Materie. würde ich nicht drüber diskutieren wollen, sondern wir haben René Sedmik hier mit eingeladen, weil er in Scientists for Future, ein internationales Netzwerk, aktiv ist, hier in der Gruppe eben gemeinsam hochschulübergreifend wirklich eine Reihe auf die Beine gestellt hat, die nennt sich Lectures for Future. Aber ich glaube, da kann er mehr zu sagen, als ich das machen kann. Deshalb gebe ich jetzt zum René weiter. Ja, genau. Scientists for Future hat nichts wirklich mit meiner Profession als Physiker zu tun. Meine Motivation kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke her. Die ist sehr privater Natur, aber ich denke, dass das vielleicht eine Motivation ist, die auf sehr viele Leute zutreffen könnte. Ich habe im Jahr 2019 eine China-Rundreise gemacht und nachdem ich dann zurückgekommen bin und mehr als 10.000 Kilometer auf dem Buckel hatte, habe ich mich gefragt, was für einen Schaden habe ich da jetzt mit dieser Reise eigentlich angerichtet? Weil man ist sich ja allgemein bewusst, gut, es gibt das Klimathema, das Thema ist schon seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eben am Tableau und wird immer wieder diskutiert, aber man hat eben nicht so ganz genau die Daten und Fakten, Auswirkungen und Zahlen im Kopf. Und darum habe ich mich begonnen, wissenschaftlich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Quellen gibt es ja genug und man kann sich relativ schnell einlesen und mir wurde relativ schnell klar, dass eine so eine Reise im Wesentlichen schon mehr als das Doppelte des zulässigen Jahresverbrauchs oder Budgets an CO2 für eine einzelne Person darstellt. Und ich habe mich dann weiter eingelesen und mir wurde sehr schnell klar, diese Fakten sind, wie auch schon angesprochen wurde, in der Bevölkerung und auch in der wissenschaftlichen Welt nicht bekannt und nicht verbreitet. Es ist die Urgenz, die schlimmen Auswirkungen und der krasse Gegensatz dazu, das politische Handeln, das eigentlich sehr wenig tut, das mich persönlich motiviert, hier jetzt wirklich aktiv zu werden und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Und als erstes habe ich dann begonnen, in meiner eigenen Vorlesung, die ich halte, die zwar nichts mit Klima zu tun hat, einen Teil einzubauen für alle Studenten, sodass sie nach der Vorlesung noch eine Viertelstunde dranhängen können auf freiwilliger Basis, wo ich dann Klimavorträge halte, wo ich sozusagen alle Aspekte des Klimawandels behandle, wissenschaftlich fundiert. Dadurch bin ich auch auf die Scientists for Future gekommen. Die stellen nämlich umfangreiche Foliensammlungen zur Verfügung. Ich habe dann zwar alles nachrecherchiert, und noch einmal überprüft, aber das war trotzdem ein sehr guter Startpunkt. Die Scientists for Future selbst, die wurden erst 2019 in Deutschland gegründet von Gregor Hagedorn, der ist selber Klimawissenschaftler und der Beginn war eine sogenannte Stellungnahme. Dann ging es darum, dass man die Fridays for Future wissenschaftlich unterstützt. Der Titel sagt eigentlich alles, das war die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt. Und diese initiale Stellungnahme, die erhielt in Deutschland, Österreich und der Schweiz 27.000 Unterschriften. Nur von Wissenschaftlern. Denn diese Stellungnahme war nur für und von Wissenschaftlern. Und das hat natürlich für einiges an Aufsehen gesorgt und wurde auch in der deutschen Politik sehr umfassend behandelt. Und das war der Beginn von Scientists for Future.
zunächst also nur Unterstützung von Fridays for Future, dann allerdings auch wirklich die Öffentlichkeitsarbeit, das Hinausgehen und so weiter und so fort. Wir sind, wie schon angesprochen wurde, überparteiisch, überinstitutionell und sämtliche Arbeit wird ehrenamtlich geleistet. Das bedeutet, wir sind alle Privatpersonen, wir engagieren uns selbst in unserer Freizeit, nicht als Professoren an Unis. Wir haben natürlich sehr viele Klimawissenschaftler, aber das Engagement für Scientists for Future bleibt immer ehrenamtlich. In Österreich selbst ist die Organisation oder eigentlich Graswurzelbewegung, richtiger gesagt, erst im Aufbau. Da gibt es sie erst seit 2020, zunächst in Salzburg und Tirol, jetzt mittlerweile auch in Ostösterreich und auch an der TU. Auch hier sind heute einige Leute von uns dabei. Die Hauptarbeit wird in diesen Regionalgruppen, die normalerweise bundeslandspezifisch sind, gemacht. Die inhaltlichen Aspekte werden durch Arbeitsgruppen, die sich entweder spontan bilden oder aber auch dezidiert für einen Zweck gegründet werden, erledigt. Was machen wir jetzt für Aktionen im konkreten Fall? Eine der wichtigsten Aufgaben ist, dass wir eine Art Faktencheck anbieten. Wir haben interdisziplinäre Wissenschaftler aus diversen Gebieten. Wir unterstützen zum Beispiel das Volksbegehren, die Fridays for Future, aber auch andere For Future-Bewegungen, wie zum Beispiel Parents oder Teachers for Future, indem wir einen Faktencheck anbieten. Wir prüfen Anfragen und geben dann als Antwort zurück, ja, stimmt, stimmt nicht, ist in Wirklichkeit so und so weiter und so fort, um einfach einen wissenschaftlichen Background all diesen Bewegungen geben zu können. Wir schreiben auch selbstständig Statements zu politischen Themen. Wir haben zum Beispiel erst vor kurzem ein Statement zu 5 Jahre Pariser Abkommen rausgebracht. Das wurde an die Politik versandt mit Unterschriften von über 700 Wissenschaftlern in Österreich. Wir leisten auch Aufklärungsarbeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Dezemberteil dieser Ausgabe wurde schon über Lectures for Future gesprochen. Das ist auch etwas, das wir unterstützen. Wir tun aber noch mehr. Es gibt zum Beispiel Aktionswochen und in diesen Aktionswochen, die wir dann Open Your Course for Climate Change nennen, werden alle Vortragenden an Universitäten dazu aufgerufen, in ihrem speziellen Fachkontext, in ihren Vorlesungen Folien über das Klimathema unterzubringen. Dazu stellen wir natürlich umfangreiche Foliensammlungen zur Verfügung, bieten auch natürlich einen Ansprechpartner, um Fachfragen zu klären. Und wir unterstützen die Fridays for Future in der Organisation. Wir gehen auch in die Schulen, denn auch die kleineren sollen natürlich entsprechend gebildet werden. Auch da arbeiten wir zusammen mit den Parents und Teachers for Future und wir bilden Aktionstage. Und schließlich und endlich arbeiten wir zusammen mit anderen Akteuren, die in Österreich aktiv sind. Da gibt es in der österreichischen Landschaft relativ viele. Es gibt zum Beispiel das Climate Change Center Austria. Das ist ein Netzwerk von Institutionen, die Kompetenz in Sachen Klimafragen bündelt und auch die Politik beratschlagt. Dann gibt es die Allianz nachhaltiger Universitäten. Das sind derzeit 17 Universitäten, die sich bemühen, den Universitätsalltag und Ablauf der Forschung nachhaltiger zu gestalten. Leider ist die TU Wien hier nicht Mitglied. Hier gäbe es konkrete Handlungsvorschläge, die man hier in dieser Gesprächsrunde zum Beispiel auch einbringen könnte. Dann gibt es noch das Uninetz als Auskopplung der Allianz. Das Uninetz fokussiert sich auf die UN Sustainability Goals und deren Umsetzung an den Universitäten. Und dann gibt es natürlich noch, wie angesprochen, sehr viele For-Future-Bewegungen, die auch mit uns zusammenarbeiten. Ja, super spannend, die, diese Berichte aus drei ganz unterschiedlichen Bereichen, aber wo doch Überschneidungen auch zu sehen sind, nämlich Themen, die alle treiben und fordern. Und da möchte ich jetzt auch noch einmal darauf hinweisen, man kann auch im Chat Fragen hereinbringen, die wir versuchen, mit den Gesprächspartnerinnen zu besprechen. Und da gibt es schon eine interessante Frage, die, glaube ich, auch da sehr gut dazu passt. Weil ihr habt es jetzt öfters angesprochen, die Frage der Kommunikation, die Frage der Vernetzung. Also das ist, glaube ich, ganz ein wesentliches Thema. Die Gemeinsamkeit, dass die Themen sehr viel mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben, hat Johannes M. von der Geoinformation geschrieben. Das findet er interessant. Vielleicht könnt ihr da auch noch ein bisschen drauf eingehen, wie ihr mit diesem Thema der Öffentlichkeitsarbeit umgeht und vielleicht auch lernt da vielleicht auch eine TU davon? Vielleicht Florian.
Ja, also die Frage der Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich nicht etwas, was ich bei meinem Antreten in meiner Funktion als Wissenschaftler an der TU mitgedacht hatte. Es war mir schon klar, dass es irgendwann mal so weit sein mag, dass ich Forschungsergebnisse in der Öffentlichkeit vorstellen muss und dann könnte es vielleicht sogar sein, dass um Himmels Willen eine Journalistin oder ein Journalist mich mal interviewen möchte. Aber dass das tatsächlich etwas ist, was mich in meiner Tätigkeit jedes Jahr, jedes Quartal, jedes Semester begleitet, war von Anfang an nicht was ich mitgedacht habe. Bei der genaueren Überlegung dann allerdings dazu, wie ich meine Rolle als Wissenschaftler oder als Teil der TU Wien sehe und was meine gesellschaftliche Verantwortung betrifft, ist mir irgendwie klar geworden, dass wir eigentlich in diesem akademischen Kontext, in dem wir sind, eine bisschen eine Alleinstellung haben, weil nur wir die Kombination haben aus einer Begeisterung für verschiedene Themen, unsere Forschungsthemen natürlich, mit dem dazugehörigen Fachwissen, verbunden mit der didaktischen Erfahrung, wie man dieses Fachwissen kommuniziert an Personen, die nicht denselben Wissensstand haben, auch zwischen StudienanfängerInnen und Personen, die gerade vor dem Abschluss ihres PhD stehen, gibt es natürlich riesige Diskrepanzen und der ist manchmal, mag der größer sein als die Diskrepanz zwischen WissenschaftlerInnen oder JournalistInnen, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Aber schlussendlich gibt es dann noch den vierten Faktor, der uns irgendwie vereint, nämlich das Privileg und damit auch die Verantwortung, dass wir als Vertreterinnen der TU Wien, als Mitarbeiterinnen der TU Wien, allein aufgrund unserer E-Mail-Adresse, allein aufgrund unserer Zugehörigkeit zur TU Wien, eine andere Möglichkeit haben, uns in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Und die Wichtigkeit der Themen, die wir wählen, öffentlich zu kommunizieren, unterstreicht. Und aus diesen vier Faktoren irgendwie hat sich für mich relativ klar ergeben, dass es natürlich Teil meiner Aufgabe sein muss, Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaftskommunikation, haben wir vorher schon gehört, zu betreiben. Und dass das auch eine Tätigkeit ist, die Weiterbildung bedarf. Also dass das nichts ist, was man als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin oder als Studienabsolventin automatisch mitbekommen hat. Und dass man dann natürlich auch gehörig ins Fettnäpfchen treten kann. Was mir immer wichtig ist oder was mir immer im Hinterkopf schwebt, ist irgendwie, dass ich halt in der Kommunikation, in der Öffentlichkeit nicht vergessen darf, dass ich trotz allem auch eine Meinung präsentiere, dass ich als Individuum zwar fachlich fundiert Aussagen mache, aber dass natürlich genauso wie bei den Algorithmen, wo wir das kritisieren, mein eigener Bias mit in den Aussagen hineinschwingt und dass es klar sein muss in jedem Interview, das man gibt, in jeder öffentlichen Aussage, nicht, dass alles, was ich sage, rein wissenschaftlich aus einem positivistischen Wissenschaftsbegriff heraus Wahrheit und Faktum ist, sondern dass es auch Teile gibt, die natürlich gefärbt sind von meiner Meinung, von meiner Einstellung, von meiner Überzeugung und dass man diese beiden Bereiche klar trennt. Wenn man das allerdings öffentlich macht und klar anspricht, ist zumindest meine Erfahrung in den letzten Jahren gewesen, dass das einen Eindruck von Authentizität vermittelt, der es positiv beeinflusst, dass man dann tatsächlich auch zitiert wird, dass die Artikel tatsächlich herauskommen oder dass die Journalistinnen das Gefühl haben, ja, ich kann irgendwo andocken an diese Aussage, die hier passiert und dass das, was einem wichtig ist, rüberzubringen, nämlich eben diese Kombination aus, das ist meine Überzeugung und das ist der wissenschaftliche Hintergrund, auf dem sie fußt, dann tatsächlich in der Öffentlichkeit Wirkung zeigt. Wir haben jetzt gerade im Chat auch ein Statement dazu, das Problem, dass die Medien weniger Fakten als Emotionen interessieren und dass sie auch nach diesem Paradigma agieren. Es hat die Barbara Lahr hat vorher gesagt, es war eigentlich sehr interessant zu sehen, wie viel eigentlich nicht gewusst wird. Also offenbar ist da auch eine Nachfrage da. Wie geht es euch da damit? Wie sind da die Erfahrungen? Ja, das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist ganz spannend. Also in meiner Platz für Wien-Aktivität habe ich so viel dazu gelernt. Ich habe es vorher schon kurz angedeutet. Wir haben im Forschungsbereich immer schon viel mit Medien gesprochen. Wir haben auch durch die Öffentlichkeitsarbeitsabteilung von der TU Wien unterstützt ein Medientraining für uns im Forschungsbereich gemacht, was ich sehr spannend fand. Aber in der Platz für Wien-Tätigkeit ist nochmal sehr, sehr viel Wissen dazugekommen. Mir war gar nicht bewusst,
wie einfach es ist, an einem öffentlichen Diskurs teilzunehmen und wie dankbar manche Journalistinnen sind, wenn man ihnen Stories liefert. Also das war auch ein Learning für mich und hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, was bedeutet eigentlich Demokratie und dass es so einfach ist, an diesem öffentlichen Diskurs teilzunehmen und was das eigentlich auch für eine Verantwortung ist für Wissenschaftlerinnen, dass sie eben ihr Wissen weitertragen in die Öffentlichkeit. Und bei Platz für Wien hatte ich das Glück, mit vielen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, die da schon mehr Erfahrung haben. Und ich habe viel dazu gelernt, wie man Texte auch aufbereiten kann, dass sie immer noch wissenschaftlich fundiert sind, aber dass sie auch für die Medien interessanter sind, weil sie eben vielleicht die Emotionen mehr ansprechen und ja, allein wie baue ich sie auf, was muss da am Anfang stehen und so weiter. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sich Wissenschaftlerinnen darin fortbilden und auch besser lernen, ihr Wissen zu kommunizieren, um eben diesen Gap, von dem wir schon gesprochen haben, zu verkleinern. Ja, und wie gesagt, manche Journalisten sind wirklich dankbar und mir ist aufgefallen, sobald man einmal ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, melden sich auch gleich viel mehr. Also eine Zeit lang im Sommer, wo das Thema Hitze und öffentlicher Raum aktuell war und wir mit der Kampagne gerade durchgestartet haben, da kamen wirklich jede Woche Telefonate mit Journalistinnen dazu, die auf der Suche nach Stories waren. Und ja, vielleicht ist das ein Tipp, einfach mal an die Öffentlichkeit gehen und wenn man dann dort ist, dann wird man teilweise auch gefragt. Ja, danke, Barbara. Ich glaube, mit dem Thema kann auch René vielleicht ein bisschen noch fortfahren. Ihr habt ja regelrecht eine Toolbox entwickelt, oder Toolboxen, um Stories zu erzählen, wissenschaftlich fundiert, fachlich fundiert. Wie geht's euch damit? Was sind da die Learnings, die man vielleicht auch weitergeben kann? Ja, da sind schon zwei sehr wichtige Punkte angesprochen worden. Einerseits die Verpflichtung, als Wissenschaftler in der Öffentlichkeit aufzutreten, mit einer gewissen Autorität, sage ich mal, und auch dann der Verpflichtung zur Wahrheit und auf der anderen Seite natürlich dem Zielpublikum entsprechend die Information rüberzubringen. Wie die Barbara richtig gesagt hat, die Zeitungen sind auf der Suche nach Stories. Die interessiert eigentlich gar nicht mal so sehr die Wahrheit, sondern eben vielmehr die Emotion dahinter. Und da das ein sehr großes Spannungsfeld ist, auf der einen Seite die wissenschaftliche Wahrheit und auf der anderen Seite aber etwas, was in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird, weil es Emotionen erzeugt, das ist eben sehr schwierig. Mhm. Die Deutschen sind uns da natürlich etwas voraus, die haben ein Jahr mehr Erfahrung schon mit der Öffentlichkeitsarbeit. Unser Ansatz ist der folgende: Wir erstellen alles auf wissenschaftlich korrekter Basis, das wird von Wissenschaftlern geschrieben und dann gibt es eine Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, die macht dann nichts anderes, als das, diese wissenschaftlichen Aussagen zu übersetzen in etwas, das von der Bevölkerung auch wahrgenommen wird. Das heißt, das muss psychologisch, journalistisch korrekt dargestellt werden und genau hier hat man das Problem. Wie viel lasse ich jetzt von der eigentlichen Information weg, damit es nicht langweilig ist? Auf der anderen Seite muss es aber noch richtig bleiben und das ist sehr, sehr schwierig und das ist auch ein Gebiet, in dem wir kontinuierlich natürlich dazulernen und tagtäglich neue Herausforderungen haben. Mhm. Ja, super spannend. Jetzt glaube ich, ist aus einer Frage im Chat schon fast die Überleitung für unsere nächste Runde da, Rudi. Ja, ich sehe gerade, Georg Wagner von den Bauingenieuren hat eine Frage gestellt. Alle dreien ist gemeinsam, dass sie mit persönlichen Gründen und Erfahrungen aktiv geworden sind. Und ich würde gerne daran anknüpfen, weil die Frage, die von Georg Wagner letztlich kommt, ist, was muss getan werden, damit mehr in diese Rolle hineinkommen? Also ich wollte jetzt, wenn ich eine Frage stelle, eine Antwort ausschließen. Also niemand wird sagen aus dieser Runde nicht, wir brauchen eine größere Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit. Also wäre tabu dieses Thema. Ich würde die Frage anders formulieren. Schwierig sicherlich jetzt, aber wofür sollte die TU Wien stehen in diesen Fragen wissenschaftliche, gesellschaftliche Diskurse? Was wäre Ihre Erwartung? Dafür müsste die TU Wien stehen international. Also ein Aspekt und der zweite, was könnte getan werden, damit sie diese Aufgabe, die sie steht,
sich zu engagieren, Kolleginnen und Kollegen zu engagieren, dass sie besser wahrgenommen werden kann. Vielleicht kann man da ganz kurze Antworten mal drauf finden. Angesichts der Zeit können wir es lange diskutieren. Hier bitte ganz kurz nochmal. Wofür soll die TU Wien stehen und was braucht es, um diese Funktion letztlich auszuüben? Wer möchte beginnen? Ich springe gleich ganz kurz rein. Ja. Auch weil es für mich ein bisschen die Überleitung ist zum letzten Statement von René. Ich stolper ein bisschen über den Begriff Wahrheit hier. Ich glaube, dass wir uns bis zu einem gewissen Grad dessen bewusst sein müssen, dass die TU Wien oder wir als ihre Vertreterinnen, wenn wir öffentliche Aussagen tätigen, nicht immer und nicht zu allen Themen, gerade nicht zu den Themen, die gesellschaftlich so komplex sind und die wir in der Informatik vielleicht auch gerne zu den Wicked Problems zählen würden, dass wir nicht auf dem Standpunkt stehen können, wir präsentieren hier Wahrheit. Es kommt natürlich auf die Themenstellung an. Es gibt Fakten, die nicht zu leugnen sind, die wir wissenschaftlich belegt präsentieren können. Aber zwischen Faktum und Wahrheit wieder ein Unterschied. Für mich, das ist meine persönliche Einschätzung, meine Hoffnung, mein Traum wäre, dass die TU Wien für einen kritischen Diskurs steht. Das heißt, dass annehmbar ist, wenn ich eine Aussage von einem Wissenschaftler oder einer Wissenschaftlerin von der TU Wien höre in der öffentlichen Arbeit, in der öffentlichen Sphäre, dass ich davon ausgehen kann, dass es sich dabei um eine kritische Aussage handelt, die verschiedene Seiten mit einbezieht, wissenschaftlich fundiert, aber eben nicht rein einseitig, sondern die Pluralität dessen, was das Problem und die potenziellen Antworten auf das Problem ausmacht, darstellt. Und daraus in Folge, ich denke, was können wir tun, was kann die TU tun, was muss passieren, damit das öfter passiert, damit das klarer kommuniziert wird. Ich denke, das ist ein kulturelles Problem. Und wie in allen Organisationen, gerade größeren Organisationen mit vielen tausenden MitarbeiterInnen und komplexen internen Hierarchiesystemen, jungen Generationen an NachwuchswissenschaftlerInnen, die nachrücken etc., ist das natürlich was, was vielleicht von den Jungen gefordert werden kann, was aber ganz sicher von den etablierten WissenschaftlerInnen, die an der TU Wien schon lange da sind, gefördert und forciert werden muss. Das ist was, was einer jungen PhD-Studentin, einem jungen PhD-Studenten, der anfängt, wissenschaftlich an der TU Wien zu arbeiten, kommuniziert werden muss, dass es gewünscht ist, dass es sinnvoll ist, dass in die Öffentlichkeit herausgetreten werden muss. Da braucht es ein Encouragement dafür. Und erst wenn diese Art von Kultur sich durch die TU Wien durchzieht, glaube ich, wird es langfristig, mittel- oder langfristig tatsächlich hier einen Anstieg geben an WissenschaftlerInnen, die in die Öffentlichkeit hinausgehen und diese Rolle wahrnehmen, würde ich sagen. Danke, Florian. Ich würde jetzt René weitergehen, weil das, was du gerade gesagt hast, Ort kritischer Diskurse zu sein, ist das, was Scientists for Future macht, was die Lectures for Future letztlich an den Start bringen. Ihr arbeitet alle ehrenamtlich. Das hast du gerade gesagt. Also vielleicht da nochmal die Perspektive, wenn die TU Wien verstärkt diese Rolle wahrnehmen sollte, Ort kritischer Diskurse zu sein, gehört zu werden in bestimmten Dingen. Wie wäre so deine Erwartung an das, was die TU leisten müsste, an Support und Unterstützung, an Kultur entwickeln müsste? Und ich denke, dass der kritische Diskurs ist eine Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens. Insofern ist das natürlich auch eine Grundlage für alles Weitere, was an der TU vonstatten geht und auch wie sie sich positionieren sollte. Ich denke, man muss aber auch den Aspekt sehen, dass die TU Wien eine Bildungseinrichtung ist. Wir bilden Studenten, die dann in weiterer Folge in die Industrie, in die Wirtschaft, vielleicht auch in die Forschung gehen und die in naher Zukunft eigentlich das Rückgrat der wissenschaftlichen Gesellschaft darstellen werden. Insofern denke ich, hat die TU Wien als Universität auch die Verantwortung, entsprechende Bildung zu vermitteln. Und hier geht es einerseits, wie schon gesagt worden ist, eben um das Lernen des politischen Diskurses, andererseits aber auch die Vermittlung von gesellschaftsrelevanten Themen. Und auch wenn wir an der TU selber keine Klimawissenschaftler haben, das wäre dann eher die BOKU zum Beispiel, so kann man zum Beispiel doch die Lehrpläne dahingehend adaptieren, dass man eben kritischen Diskurs, einige wenige Klimathemen, Gender-Aspekte und so weiter und so fort auch im Curriculum in jeder Fachrichtung drinnen hat, in Form von Soft Skills. Und mit dieser Vermittlung von einigen wenigen Basics würde man eben die Basis schaffen, den Diskurs auch in weiterer Folge in die Bevölkerung zu tragen.
Und in dem Sinne, denke ich, hat die TU Wien einiges nachzuholen und eben die Lehrpläne auch zu öffnen. Meine private Erfahrung ist auch, dass es schon schwierig ist, mit Studiendekanen darüber zu reden, dass man neue Lehrmethoden anwenden möchte, wenn es jetzt zum Beispiel um Flipped Classroom geht oder ähnliche Dinge. Und ein ähnliches starres Verhältnis habe ich gesehen, wenn es um Klimaaspekte geht. Also da denke ich, besteht noch einiges an Aufholbedarf. Besten Dank, René. Ja, besten Christian. Dank. Also Christian Beer schreibt gerade auch zum Thema kritische Reflexion bezüglich Technik und Umwelt im Kontext des gesellschaftlichen Wandels. Das ist ja das, was gerade auch so umschrieben wurde als ein Kern dessen, was man weiter ausbauen müsste. Das ist aber ganz kurz letzter Punkt zu Barbara Lahr, um die Reihe abzuschließen, weil ein Aspekt hat René gerade mit reingebracht, den politischen Diskurs lernen. Und das ist, glaube ich, das, von dem du eben geredet hast. Es geht nicht nur um die wissenschaftliche Diskurse, um das Fachliche und das Emotionale, sondern auch in die politische Debatte sich hineinwagen und Position beziehen. Wie ist so deine Erwartung, was es auch an Rahmenbedingungen braucht, um das wahrnehmen zu können? Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt Vorschläge hätte, was in dem Bezug die TU Wien anders machen könnte. Ich persönlich finde, dass es für mich gibt schon den Rahmen, dass ich mich so engagieren kann. Ich wollte aber ein bisschen an das anschließen, was René gesagt hat mit der Ausbildung. Ich organisiere jedes Jahr die Ringvorlesung Ethik und Technik und die ist in dem Sinne wirklich eine Bereicherung, denke ich. Da habe ich selbst auch noch sehr viel zum kritischen Reflektieren lernen können. Und ich möchte auch ein bisschen die TU Wien loben. Ich glaube, es ist in letzter Zeit einiges vorangegangen. Es gibt jetzt auch schon den Slogan Technik für Menschen, den ich persönlich sehr gut finde. Ich weiß nur nicht, ob er schon auf allen Ebenen gelebt wird. Aber es gibt jetzt auch einen Wahlpflichtkatalog für viele Studierende Technik für Menschen. Und unsere Ringvorlesung, die wir schon seit Jahren machen, fällt seit 1,5 Jahren, glaube ich, da hinein, weshalb wir sehr, sehr viele Studierende haben. Also das sehe ich als sehr, sehr positive Entwicklung. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man diese ethischen Umwelt- und Sozialaspekte auch in die Studienpläne holt, aber auch ins Bewusstsein von den Forschenden. Und ich glaube, die TU Wien sollte auch bei der Ausrichtung, bei der inhaltlichen Ausrichtung, wenn es darum geht, die Themenfelder für neu ausgeschriebene Professuren oder neue interdisziplinäre Kooperationen zwischen den Fakultäten einzustellen. Auch da sollte es darum gehen, unsere aktuellen großen Herausforderungen, die Klimakrise sind vor allem und der Umgang mit der Digitalisierung, das sollte hier mit bedacht werden, glaube ich. Und daraus ergibt sich dann wieder, dass die Personen, die Studierenden und die Mitarbeitenden in den politischen Diskurs einsteigen, weil es auch in ihrer Arbeit ein bisschen darum geht. Besten Dank. Ja, besten Dank, herzlichen Dank für eure spannenden Berichte und eure Aktivitäten. Ich glaube, das treibt jetzt vielleicht weitere Leute auch an. Vielen Dank dafür, auch für diese klaren Worte, dieser kritische Diskurs. Eine TU Wien soll für den kritischen Diskurs stehen und sich des politischen Diskurses auch nicht scheuen, sozusagen. Also herzlichen Dank. Wir werden diese Gesprächsrunde nun schließen. Es wird eine kleine Pause geben, 5 Minuten Pause. Und nach dieser Pause wird es noch einmal eine Anknüpfung an die Themen, die ihr aufgeworfen habt und die schon in den beiden vorherigen Veranstaltungen am Tapet waren, werden sie hereingeholt in eine Gesprächsrunde, die von Heidi Schaar und Thomas Kiefer geleitet wird, wo es dann darum geht, welche Erkenntnisse ziehen wir denn aus für unseren Alltag hier an der TU und für die TU daraus. Also herzlichen Dank noch einmal. Wir schließen den ersten Teil der heutigen Veranstaltung. 5 Minuten Pause. Das ist um 18 Uhr pünktlich geht's weiter. Danke. Auch meinerseits nochmal. Dankeschön.
So, dann meinerseits herzlich willkommen zur zweiten Runde. Ich darf mich nur ganz kurz selber vorstellen. Wir haben mit der Überleitung haben wir uns das nicht ganz so genau überlegt, deswegen machen wir das jetzt einfach ad hoc selber. Mein Name ist Thomas Kiefer. Ich arbeite am Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen im Bauingenieurwesen und ich werde jetzt gemeinsam mit der Heidemarie Schaar versuchen, diese zweite Diskussionsrunde erfolgreich zu leiten. Schauen wir mal, wie es uns gelingt. Heidi, bitte. Man hört leider nichts. Ja, Heidi, nochmal auf Start bitte. Irgendwie ist dein Mikro, hat noch kleine Wehwehchen. Nein? Vorher hat es funktioniert. Hört man mich jetzt? Ja, jetzt funktioniert es. Gut, ich glaube, ich bin zwar jetzt nicht mehr auf dem Lautsprecher, sondern auf einem anderen oder Mikrofon, was auch immer. Wenn die Hintergrundgeräusche zu laut werden, bitte Bescheid geben. Gut, willkommen nochmal von meiner Seite. Ich komme vom Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement und wir werden mit Thomas gemeinsam versuchen, eben jetzt die öffentliche Diskussion zu leiten. Und wir haben uns gedacht, es wird einfacher sein, wenn wir als Hilfestellung ein paar TU-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Gesprächsrunde erstmal einladen, die ich dann kurz vorstellen möchte. Und damit eben wirklich eine öffentliche Diskussion wird oder bleibt, bitte so wie vorhin wieder in den Chat schreiben und wir werden das dann aufgreifen. So, jetzt bitte ich einmal auch unsere vier Gesprächspartnerinnen mit großem I oder Sternchen davor, ihre Kamera und ihr Mikro einzuschalten. Ich möchte die Runde kurz alphabetisch vorstellen. Wir haben als erstes mal Ivona Brandic. Ich sehe sie noch nicht, aber vielleicht ist sie auf der zweiten Seite. Ich mache mit der Vorstellung weiter. Hallo, ja, hier ja. Ist sie. Hallo, sie ist vom Institut für Information Systems Engineering und sie befasst sich eben in ihrer Forschung, High-End-Forschung kann man sagen, im Bereich High-Performance Computing oder Cloud Computing und sie war bei unserem digitalen Symposium im November schon mit dabei als Speakerin und zwar in beiden Bereichen. Dort hat sie eben auch zum Ressourcenverbrauch bei der digitalen Transformation vorgetragen. Gut, dann als zweites Christian Helmich, willkommen, habe ich auch schon gesehen. Wo ist er hier? Hallo, von der gleichen Fakultät wie wir, Bauingenieurwesen. Und er ist eben vom Institut für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen, dass ich es rausbringe. Und er ist auch der Leiter von dem Forschungsbereich Festigkeitslehre und Biomechanik. Und er ist in diesem Kreise der TU Vision ein Mitglied. Willkommen. Gut, weiter geht's im Kreise. Das hat sie alphabetisch, ist sich das ganz gut ausgegangen. Frau, Mann, Frau. Hallo, Sabine Kösegi möchte ich begrüßen. Sie ist vom Institut für Managementwissenschaften und sie leitet dort den Forschungsbereich über Arbeitswissenschaft und Organisation. Und eben einen Fachbereich, das ist dann auch sicher sehr interessant in diesem Bereich, von dem wir sprechen, eben Trust in Robots. Und sie gehört auch zum TU Vision Team. Und dann last but not least, Sebastian Schlund, ist er hier? Der ist irgendwie bei der Teilnehmerinnenliste nicht mehr mit dabei. Nein, gut. Vielleicht stellen wir ihn dann vor, wenn er nachher noch dann irgendwie dazukommt. Okay, ja, dann vielleicht die Bitte an die Lea, wenn er kommt und wir das übersehen, einmal kurz an uns weiterfunken. Gut. Passt. Thomas, magst du weitermachen? Ja, also bevor jetzt die ersten Fragen irgendwie im Chat auftauchen, brauchen wir ja irgendwas, mit dem wir loslegen können. Und ich entschuldige mich gleich zu Beginn für die Anleihe bei Corona. Es tut mir leid, aber es ist einfach eine viel zu gute Überleitung. Wir haben während dieser Corona-Krise haben wir ganz relativ deutlich gesehen, dass es ohne Eingriffe in das Individualrecht eigentlich
sowas wie Gemeinwohl jetzt in Bezug auf unsere Gesundheit eigentlich nicht geben kann. Und dass wir uns, wenn wir aber solche Einschnitte in das Individualrecht, wenn wir uns die politisch irgendwie dann aufdoktrinieren lassen, dass solche politischen Diskussionen relativ gut dran tun, wenn sie wissenschaftlich fundierte Ergebnisse einfach zugrunde liegen haben. Und da ist es ja dann doch ab und zu mal so, das wurde in der vorherigen Diskussion, glaube ich, auch schon von ein paar Leuten genannt, dass wissenschaftliche Erkenntnis, wie sie auf, in der wissenschaftlichen Community eh schon bekannt ist, dass das teilweise ein relativ weiter Weg ist, bis das, diese ganzen fundierten Ergebnisse dann auch ihre entsprechende Rolle dann irgendwie in der Politik finden. Also kurzum die Frage, wie schaffen wir das, dass wir diesen Gap, der immer noch da ist, diesen Wissensgap zwischen Wissenschaftlern und Politik, dass wir den irgendwie mal ein bisschen schließen? Jeder darf starten. Sabine, start einfach bitte los. Ja, okay. Bevor jetzt. Sehr gerne. Hallo. Ich kann dazu nur sagen, ich habe mich ja als österreichische Bürgerin und schon als Wissenschaftlerin, aber in erster Linie als österreichische Bürgerin bei der Europäischen Kommission für eine Expertinnengruppe beworben, ja, und zwar tatsächlich als Privatperson. Ich wurde dort weder von der TU hin entsendet, noch von der österreichischen Regierung hin entsendet, noch von irgendeiner anderen Interessensvertretung, und wurde in diese High-Level Expert Group for Artificial Intelligence aufgenommen. Und das wollte ich jetzt einmal sagen, das ist sozusagen auch ein Beispiel dafür, Eigeninitiative in einer Beratungsgruppe für Politiker, und darum fällt mir das ein, ist möglich, und man kann dann tatsächlich, also sogar bis zur europäischen Ebene, mit der Expertise, die man einbringt, tatsächlich Politikerinnen und Politiker beraten. Dabei gibt es für mich eben so ein paar Twists. Der eine ist, bin ich jetzt dort als Privatperson oder bin ich als TU-Professorin auch? Ja? Das war zum Beispiel eine Frage, die ich mir gestellt habe, wem muss ich jetzt berichten an der TU Wien, dass ich in dieses Expertengremium berufen wurde, weil ich ja dann 1, 2, 3, 4 Tage im Monat über 2 Jahre lang nach Brüssel geflogen bin. Ja, das hat zwar nicht die TU bezahlt, aber es war natürlich während der Arbeitszeit. Das heißt, muss ich jemanden fragen, vertritt ich dort tatsächlich nur meine Privatmeinung oder hat das auch sozusagen Aspekte für die TU Wien? Das ist so der eine Twist. Also trete ich als Privatperson auf oder trete ich auch in meiner Rolle als Wissenschaftlerin der TU Wien auf? Ich glaube, dass das ist eine relevante Frage, nämlich auch eine, wenn ich jetzt eine der Fragen im Chat gehört habe, was ist nämlich, wenn ich da eine sehr pointierte, zum Beispiel industriekritische Meinung vertrete? Kann ich das als TU-Mitarbeiterin zum Beispiel eine industriekritische Meinung vertreten, wo wir dann potenzielle Fördergeber verlieren könnten, Drittmittelfördergeber verlieren können? Darf ich an der Stelle ganz kurz einhaken, weil es mich gerade wirklich interessiert, lässt sich das überhaupt trennen? Oder ist dein Name jetzt nicht sowieso mit der TU Wien verbunden? Genau, aber es ist sozusagen, was unklar ist, wie positioniert sich denn mein Arbeitgeber zu diesem Engagement? Ja, und ich glaube, dass das für Menschen wichtig ist zu wissen. Ja, was passiert zum Beispiel, wir haben diese Frage im Vorfeld in der Diskussion aufgeworfen. Es gibt eben ein Beispiel von einer Professorinnenkollegin an der WU Wien, die sich also sehr öffentlich, sehr kritisch über ein Unternehmen geäußert hat und dann eine Privatklage gekriegt hat von diesem Unternehmen. Und die WU hat sich dann positioniert und gesagt, das geht uns alles nichts an, das hat sie als Privatperson gesagt. Ja? Hat sie aber im Zusammenhang mit ihrer wissenschaftlichen Expertise gesagt. Also das ist sozusagen ein Twist oder eine Frage, die ich für sehr relevant erachte. Und die andere ist, weil das auch sehr oft geäußert wurde, die Eigeninitiative. Ja, es gibt viele Wissenschaftler, die sich aus Eigeninitiative, aus innerem Antrieb, aus
ihrem Wertekorsett engagieren. Aber sozusagen, gibt es denn an der TU Wien Anreize, interne dafür, sich auch in dieser sogenannten Third Mission, also in diesem Transfer von Know-how in die Gesellschaft zu engagieren? Und eine Frage, die es da gibt, zum Beispiel, wenn wir jetzt immer nur für unsere Leistungen in der Forschung und in der Lehre quasi entlohnt werden und auch sozusagen auch das Merit-System innerhalb von Akademie immer nur Publications sind, in erster Linie, nämlich die wissenschaftlichen Leistungen. Welchen Anreiz habe ich dann, mich eigentlich im Transfer zu engagieren? Das ist ja zeitintensiv, das sind zwar wichtige Auseinandersetzungen, aber oft auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Soll das nicht in unser Evaluierungssystem intern, also wir entwickeln ja gerade Evaluierungsrichtlinien für Wissenschaftlerinnen intern, soll das nicht jetzt aufgenommen werden? Und der Twist hier ist, gibt es dann nicht eine Verpflichtung, positiv aufgenommen zu werden in der Gesellschaft? Ja? Und gibt es dann nicht da wieder diesen Twist, dass ich eben durch das Anreizsystem beschränkt bin, eben besonders kritisch auch oder kritisch und unbequem im öffentlichen Diskurs aufzutreten und dann vielleicht aber eben nicht diesen positiven Response aus der Öffentlichkeit zu erhalten, weil man sagt, aha, da ist schon wieder eine Gruppe von Wissenschaftlern, die unbequem ist oder die kritisch ist. Also das sind so meine zwei Diskussionspunkte, die ich gerne einwerfen möchte. Dann gebe ich die Fragen, also die zwei Fragen gerne sofort an die Runde weiter, aber Ivona, wolltest du gerade starten? Ja, was bitte. Ich vielleicht in dem Kontext auch noch gern, es hängt schon damit zusammen, ist, dass wir Wissenschaftler sehr gut trainiert sind, fundierte, evaluierte, zweimal, fünfmal, zehnmal geprüfte Aussagen zu treffen. Und wenn die, keine Ahnung, die Kommastellen nicht bis auf fünf Kommastellen wir nicht sicher sind, wie es ist, dann sagen wir auch nichts. Bei den Medien ist es oft so, dass wir sehr kurzfristig auch gefragt werden und sehr kurzfristig auch Position beziehen müssen. Und zwar manchmal auch sehr plakativ, dass viele sich da auch gar nicht so richtig trauen. Ich glaube, was da worauf ich da hinaus möchte, ist, dass wir einerseits sehr gut lernen in unserem Studium, auch später in unserer Ausbildung als Wissenschaftler, wissenschaftlich zu kommunizieren. Durch dieses Peer-Review-System, wo alles dann auch geprüft wird, auch von den Kollegen bestätigt wird oder auch nicht, dann wird es eben abgelehnt. Aber ja, man kriegt eine Bestätigung in dem, was man sagt. Bei den Medien läuft das einfach ganz anders ab. Und da sind wir nicht geübt in dieser Kommunikation. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, der auch in der Ausbildung trainiert werden muss, wie man solche Medienauftritte bzw. wie man in dieser Art und Weise kommuniziert, was eben nicht Peer Review ist. Ja? Auch teilweise unangenehme Positionen bezieht. Ja? Mhm. Wie mache ich das? Ja? Und das ist nicht ohne, ja, das ist nicht ohne. Vielleicht sage ich jetzt auch was. Jetzt haben wir noch mehr Fragen, das ist ja typisch Vision, ne? Wir haben jetzt noch viel mehr Fragen, weil Thomas hat die zwei Fragen gestellt, jetzt hat die Sabine noch zwei Fragen gestellt, jetzt haben wir schon fünf Fragen, sieben Fragen. Also es ist, glaube ich, alles äußerst kompliziert, das haben wir jetzt ja, glaube ich, schon entsprechend breit diskutiert. Also was ich persönlich glaube, und da mag ich an den Florian Zech anschließen, deswegen glaube ich das auch persönlich, oder Tschech, je nachdem, wie die Aussprache gerade ist. Ich persönlich glaube, dass diese wissenschaftlich fundierte Art, in der wir in die Öffentlichkeit treten, sehr wichtig ist. Wobei wissenschaftlich fundiert eben nicht heißt, dass wir die Wahrheit haben. Und dann müssen wir so ein bisschen wahrscheinlich auch der Öffentlichkeit erklären, dass sich die Wissenschaft um Wahrheit bemüht, dass das ihr Antrieb ist. Aber dass wir wahrscheinlich nie ankommen werden, jetzt kann man mich vielleicht als Popperianer verschreien oder auch nicht,
aber wir bemühen uns halt und die Leute, die die Wahrheit der Wissenschaft eben mehr plakativ draufsetzen, die müssen die Wahrheit halt alle paar hundert Jahre ein bisschen revidieren oft. Also wir bemühen uns um Wahrheit, das ist wichtig, wir bemühen uns um fundierte Sachen und wir bemühen uns um einen Zusammenhang mit Messungen, mit Fakten, wenn man so will. Und ich glaube, dass das eben schon auch Journalistinnen und Journalisten immer gleich miterklärt werden muss. Dann sind die, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung weiß ich das, oft relativ dankbar, dass sie da was lernen können. Da kann ich auch viel bestätigen von dem, was schon gesagt wird. Die wollen eine gute Story. Ich persönlich würde vorschlagen, dass die gute Story auch noch eine wissenschaftlich fundierte sein sollte. Und eine solche, die vielleicht einen seriösen Diskurs befördern kann. Ich persönlich glaube, da wir nicht alles machen können, Wissenschaftler sein und Lehrer und Politiker und sonst alles, dass es wahrscheinlich irgendeinen Grund gibt, warum es verschiedene Berufsgruppen gibt auf der Erde, dass wahrscheinlich unser Hauptziel daran liegen sollte, wissenschaftlich fundiert was zu erklären, was äußerst kompliziert ist, weil wenn wir es wirklich sehr seriös machen im Sinne von Peer Review, und hier wage ich schon einzuwerfen, dass der Peer Review jetzt auch sich bemüht um die wissenschaftliche Wahrheit, aber dass das Bemühen jetzt auch auf verschiedenen Niveaus stattfindet, oder? Weil ja doch auch wieder nur Menschen dabei sind. Aber zum Beispiel den Peer Review als letzte Wahrheit darzustellen, halte ich auch für sehr naiv in der Öffentlichkeit und war, glaube ich, nicht sehr wertvoll zu sagen, die Wissenschaftler wissen jetzt das ganz sicher und so. Aber dass irgendwie die große Challenge, jetzt werfe ich schon deine Frage auf, ist, wie kann man das doch einigermaßen griffig erklären, ja? Dass der wissenschaftliche Zusammenhang verstanden wird. Das wird man natürlich auch nicht machen können in letzter Präzision. Da braucht man all das, was die Ivona sagt. Ja? Dann wird man wieder nicht mehr verstanden. Aber das ist eigentlich das, was man fast täglich in der Vorlesung macht oder so. Man bringt das zwar auch inhaltlich, aber man versucht immer einen größeren, breiteren Rahmen drüber zu geben. Also ich glaube, der redliche Versuch, Dinge zu erklären, möglichst wissenschaftlich fundiert, möglichst einfach zu erklären und dazu zu sagen, wie schwierig das ist, was man gerade probiert, um das einigermaßen redlich rüberzubringen, könnte helfen, dass das von den Journalisten so geschrieben wird, dass dann die Bürger selber und die Bürgerinnen denken, ah ja, wenn das so ist, dann ist vielleicht besser, ich fahre doch nicht 10.000 Kilometer durch China, sondern fahre mit dem Rad durchs Dulnerfeld oder so. Also das ist so meine naiv-pragmatische Hoffnung, wie es vielleicht funktionieren könnte. Natürlich ist es alles äußerst kompliziert, wie die Vorrednerinnen gesagt haben. Danke, Christian. Das ist eben, ich leite das meistens auch ein, das ist alles sehr kompliziert. Ich habe einmal bei der Kinderuni jede Antwort, das ist alles sehr kompliziert eingeleitet, weil die Kinder ja wirklich komplizierte Fragen stellen. Aber ich möchte jetzt kurz auf den Chat kommen und da war eine Anregung. Es müssen ja jetzt nicht nur Fragen und Antworten sein, sondern auch Anregungen. Und die von René hat mir sehr gut gefallen. Die hat auf einem Statement von Florian aufgebaut. Wie ist das jetzt mit den jungen Wissenschaftlern? Die jungen Wissenschaftler im Prekariat, dürfen die sich kritisch äußern, müssen die Angst haben? Wissen sie, wie man sich kritisch äußert? Und dieses Statement, dass es von der TU aus eine Unterstützung gibt, dass man 2 Wochen pro Stunde an einer entsprechenden Weiterbildung arbeiten kann, um das auch zu lernen, dieses populärwissenschaftliche, finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht gibt es da auch Rückmeldungen von der Diskussionsrunde oder auch von anderen. Ja, also ich meine, wenn wir 2 Stunden pro Woche draus machen, anstatt 2 Wochen pro Stunde, würde ich sagen, ist okay. Rest wird schwierig. Aber ich kann Diskussionsteilnehmer sein. Ja. Ich bin ja in diesem Prekariat drin. Jetzt lasse ich doch kurz was raus. Also das Prekariat verhindert ja nicht, dass man sich kritisch äußert. Ja, das ist, also zumindest als Postdoc hat man ein relativ entspanntes Leben, was kritische Äußerungen angeht. Mein Chef weiß das. Grüße an Christian. Und von daher sehe ich da eigentlich eher weniger das Problem. Und die Frage, ob man jetzt 2 Stunden die Woche quasi für entweder solches Training oder für Kommunikation mit der Außenwelt, sage ich jetzt mal, freigibt, das setzt natürlich auch immer wieder ein persönliches Engagement oder den Willen dazu voraus, dass man sich persönlich auch wirklich engagiert. Jetzt wäre natürlich auch, würde ich ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, ob das ausreichend ist, um die Leute zu motivieren, selber in die Öffentlichkeit zu treten, dass man einfach nur sagt, 2 Stunden die Woche darfst du was anderes machen als Forschung. Also es wäre mit Sicherheit ein Anfang. Ich bin mir nur, ob der Reichweite dieser Maßnahmen
bin ich etwas skeptisch. Vielleicht, darf ich da dazu was sagen? Also 2 Stunden, es gibt zum Beispiel so Konzepte bei großen IT-Entwicklern wie Google, Facebook etc., die machen einen Tag pro Woche komplett frei und sagen, 20% der Arbeitszeit und nicht nur 2 Stunden sollen einen Mitarbeiter komplett frei zur Verfügung stellen, damit diese Mitarbeiterin der Mitarbeiter machen kann, also in Zeit in innovative Projekte investieren könnte. Ich nehme diesen Vorschlag, der ging so in diese Richtung. Die Frage ist aber meines Erachtens viel grundlegender. Also die Universitäten erhalten öffentliche Gelder vom Steuerzahler, von der Steuerzahlerin. Und die Frage ist, inwieweit ist es nicht einfach unsere Pflicht zu legitimieren, also oder unsere Pflicht auch zu darzustellen, was wir mit diesen Steuergeldern machen. Also inwieweit sollten wir uns nicht auch wirklich verantwortlich fühlen, mit unseren Forschungen tatsächlich auch darzulegen, welchen Beitrag wir für die Gesellschaft leisten können. Also diese Transferleistungen auch als Teil unserer Arbeit zu sehen. Und da ist auch wieder ein Twist drinnen, da muss man jetzt natürlich sehr aufpassen, weil man dann ja sagen könnte, ja, Grundlagenforschung oder bestimmte Forschung ist weniger relevant für die Gesellschaft oder hat weniger Nutzen als welche, wo die eine direkte Anwendung findet. Und das meine ich damit natürlich nicht. Aber ich denke zum Beispiel, dass, weil ich vorher gehört habe, sozusagen Schulung von Menschen im kritischen Diskurs könnte eine Aufgabe sein. Ich glaube, dass das eben zum Beispiel zu einem Selbstverständnis, das in der Lehre gehören sollte an den Universitäten. Ja? Also ich glaube, kritisches Denken, kritische Analyse ist ein fundamentales analytisches Skill, das jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin haben sollte und auch Teil jeder Lehrveranstaltung sein sollte und kein Soft Skill. Wäre dann wieder einfach zu argumentieren, ja, aber zuerst müsste man die Fakten oder andere Skills haben und kennen. Genau, also das heißt, mein Argument in diese Richtung wär wirklich sehr stark zu gehen, es zu einem Selbstverständnis auch zu machen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass sie in der Verantwortung haben, dass sie öffentliche Steuergelder bekommen, mit denen sie ihren Forschungsinteressen nachgehen und dass sie dies dann eben auch transparent darlegen. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich glaube nicht, dass Wissenschaft wertfrei sein kann oder objektiv sein kann. Ich glaube, worauf es tatsächlich ankommt, ist, dass wir das Wertekorsett und das Wertesystem, das wir tragen und das uns in unserer Wissenschaft leitet, transparent darlegen. Weil dann können die Leserinnen unserer eigenen wissenschaftlichen Arbeit gut bewerten, wie sie einordnen können. Ich glaube, das ist das Relevante. Ja. So können wir gemeinsam in einen Diskurs gehen, wenn wir unser eigenes Wertesystem transparent darlegen und nicht davon ausgehen, dass wir objektive Wissenschaft machen könnten. Darf ich an der Stelle ganz kurz noch dazwischen schießen? Wenn ich jetzt kurz wieder den Schulterschluss suche mit dem Thema Digitalisierung und Klimawandel. Also es gab ja schon... wir alle wissen ja, zumindest diejenigen, die es interessiert, dass so der ökologisch verträgliche Fußabdruck eines jeden einzelnen Menschen circa 1,3 Tonnen CO2-Äquivalent sind. Das ist circa einmal ein Flug nach Ägypten und dann war es das auch mit dem Jahresbudget. Es gab zusätzlich, wir wissen schon lange, oder zigtausend Wissenschaftler haben schon gesagt, wir brauchen dringend eine Steuer auf CO2, die ist immer noch nicht in Sicht. Das wurde das erste Mal, glaube ich, vorgeschlagen 2006. Und meine Frage wäre jetzt dahingehend, ich würde jetzt nicht behaupten, dass die TU Wien in den letzten 20 Jahren nicht wissenschaftlich gut gearbeitet hat und dass wir nicht selber diese Prozesse mit dem Peer Review und dass wir alles wissenschaftlich wirklich fundiert aufarbeiten, dass wir das in den letzten 20 Jahren nicht getan hätten. Der Gap ist aber jetzt trotzdem, also der Wissensgap zwischen Wissenschaftlern, Politik und Bevölkerung
ist aber zumindest gefühlt, ich meine, ich bin jetzt nicht so alt, kann es nicht ganz so gut beurteilen, aber kleiner ist er nicht geworden. Die Frage ist jetzt, was müssen wir in den nächsten 20 Jahren anders machen, dass wir diesen Gap wieder schließen und dass wir auch endlich zu den Maßnahmen kommen, die wir brauchen, um diese zwei Herausforderungen, Digitalisierung und Klimakrise, halbwegs akzeptabel für die nachfolgenden Generationen dann irgendwie bewältigen zu können. Im Endeffekt ist deine Frage, warum hört uns keiner zu, oder? Ja? Oder warum sagen wir nichts? Ne? Jeder Hollywood-Blockbuster fängt immer damit an, dass irgendein Wissenschaftler von irgendwas warnt und keiner hört zu. Weil das haben wir schon in allen Filmen, naja, ist das ja so, ja? Und das haben wir schon in allen Filmen und in der Realität ist es auch. Der Punkt ist, wie findet man Gehör? Wie kann man gehört werden? Naja, wie kann man sich durch so viele Stimmen, so viele Akteure, so viele Kommunikations- und Strategie-Fachleute, Fachfrauen, wie kann man da irgendwie durchkommen, dass wir gehört werden und nicht die, die halt besser kommunizieren können oder was weiß ich. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Frage so sinnvoll gestellt ist, oder? Weil sie setzt immer voraus, dass es die Wissenschaft gibt, die monolithische Wissenschaft, die wissenschaftliche Wahrheit besitzt. Und die jetzt dann endlich einmal der Bevölkerung sagt, wo es weitergeht, oder? Ich glaube schon, dass der wissenschaftliche Diskurs, der stattfindet und die Fragen, die gerade offen sind und die diskutiert werden, oder? Dass man versuchen muss zu erklären der Gesellschaft, wie sowas funktioniert. Ich tendiere ja eher zum Optimismus, schon allein aus gesundheitlichen Gründen, wie der Thomas weiß. Und wir haben jetzt sagen wir, seit der Pandemie so einen Crashkurs für die Gesellschaft, wie Wissenschaft funktioniert mit allen Fehlern und Nichtfehlern, die gemacht werden und so weiter. Also ich glaube, momentan ist schon ziemlich viel Gehör da, vergleichsweise. Sicher geht wahnsinnig viel. Jetzt haben wir gutes Gefühl. Ja, und das Ergebnis. Jetzt, aber das war vor ein, zwei Jahren nicht so. Ja, eben, aber dann, also der Optimist in mir sagt dann, bevor die ganze Welt am CO2 kaputt geht, kommt der Virus vorher. Und weckt die Leute auf, ne? Was ja auch andere Leute irgendwie schon sagen. Weil das hätte ich auch fast geantwortet auf die Frage Technik für Menschen, nicht? Und soll es heißen Technik für Menschen oder für Mensch und Umwelt? Da der Mensch aber sowieso wahrscheinlich, da bin ich jetzt auch kein extrem ausgewiesener Experte, eines der, sagen wir, empfindlicheren Teile des gesamten Planeten ist, wird es den schon wahrscheinlich ein bisschen früher erwischen, ne? Als die anderen Sachen. Das heißt, wir sind wahrscheinlich, glaube ich, schon mittendrin, dass wir den Klimawandel und alles, was damit zu tun hat, Biodiversitätskrise und so weiter, wir sind, glaube ich, schon mittendrin, das gerade zu lösen. Und wir machen das offenkundig schon, wie gesagt, in mir spricht der Optimist, jetzt kann man sagen, man kann es auch weniger positiv ausdrücken. Aber wir sind gerade dabei, diesen harten Diskurs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu führen, dass nämlich auch die Gesellschaft draufkommt, dass es die totale Wahrheit eben nicht gibt und dass es eben Diskussionen gibt, oder? Und wenn die medizinischen Experten irgendwas sagen, dann sind das noch nicht die sich überlegen, wie sich eine Gesellschaft entwickelt und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt verschiedene Wissenschaftler, die verschiedene Fragen stellen und diese Fragen können sie auch beantworten, aber irgendwann kommen dann natürlich die ethischen und die moralischen Fragen. Das heißt, man kann sich jetzt fragen, ob es moralisch besser ist, oder? Wenn ein paar mehr alte Leute dafür sterben, dass ein paar Junge mehr in die Schule gehen können. Sehr überspitzt und natürlich falsch, diese Dualität, diese letzte Konsequenz wahrscheinlich falsch. Aber, und damit komme ich irgendwie auf das zurück, was ich vorher gemeint habe. Man muss versuchen, wissenschaftlich fundiert zu erklären und damit den Diskurs zu unterstützen, in der Hoffnung, dass die Leute, die einem zuhören, dann was verbessern. Als eine TU, glaube ich, aber haben wir noch eine viel, viel größere Verantwortung die ganze Zeit, die Leute auszubilden, die nachher die Ingenieurinnen und die Ingenieure sind, oder? Und was ich mit Thomas beim Café und so weiter bespreche, wir entscheiden bei den Bauingenieurwesen wahnsinnig viel zum Beispiel, was Mensch und Umwelt, was die angeht, oder? Wenn wir die Häuser anders bauen, wie sie jetzt bauen, wofür wir aber ein bisschen bessere Theorien brauchen und so weiter, dann können wir einen Riesenbeitrag dazu leisten, auch weiter die Umweltproblematik in den Griff zu bekommen, oder? Ich glaube, sehr viel ist eben nicht nur den Leuten zu erklären, wie es geht, sondern sehr viel besteht auch darin, tatsächlich Lösungen anzubieten. Tatsächlich Lösungen anzubieten ist aber auch wieder wahnsinnig viel Arbeit. Dann gehen einem die 2 Stunden schon wieder verloren, die man sozusagen sonst dazu verwenden könnte, zu erklären, wie es geht, oder? Und ich glaube schon, dass wir den Journalisten und den Politikern und so weiter ein bisschen helfen müssen, zu erklären, was wir tun. In letzter Konsequenz glaube ich aber, dass wir als Techniker einerseits schon mal wahnsinnig viel Verantwortung haben,
weil wir was verändern können, oder? Weil gerade im Bauwesen, oder? Wir sind wahnsinnig einflussreich, große Geldmengen, die die Gesellschaften anlegen in Immobilien und so weiter und Infrastruktur, die zu verwalten. Ja? Die Verantwortung ist ja manchmal nahezu erdrückend. Und wir haben wahnsinnig viel Chance, da was zu verbessern. Wahrscheinlich sollte man es halt probieren. Also die Verantwortung ist da und diese Verantwortung wird nicht so besonders gewusst in der Gesellschaft, oder? Ich weiß nicht, man erklärt immer wieder, die bauen immer was oder die machen eine Kläranlage oder die rechnen, ob eine Lawine kommt. Und das ist sicher im Baustellenwesen im Spezifischen gerade so ein Twist, wie die Sabine sagt, will man sich da besonders rauslehnen oder nicht. Und ich glaube, wir müssen aber auf jeden Fall das Baustellenwesen, weil ich da in erster Linie von komme, aber etablieren als eine innovationsgetriebene Ingenieurwissenschaft, die massiv dazu beitragen sollte, dass wir da rauskommen aus der Klimakrise. Ja? Und da haben wir ein bisschen einen anderen Ruf, ja? Was jetzt vielleicht nicht so unbedingt an den Leuten hängt, die hier auf der Uni unterrichten. Ja? Aber ja, so irgendwie. Also ich glaube, Verantwortung haben wir auf jeden Fall. Und in den Diskurs wahrscheinlich macht es Sinn, wissenschaftlich fundiert einzutreten. Aber zu sagen, je nachdem, welche Frage ich stelle, habe ich verschiedene Antworten. Und dann sind die Antworten teilweise ethisch im Widerstreit. Das sollten wir nicht lösen. Ich glaube, wir sollten nicht anfangen, das sollen wir als Gesellschaft lösen oder als Einzel, so wie der Florian gesagt hat. Als Einzelperson kann ich sagen, ich persönlich stehe moralisch oder ethisch für dies oder das. Aber ob jetzt eine sozialwissenschaftliche Fragestellung oder eine medizinische Fragestellung oder eine bautechnische Fragestellung gerade wichtiger ist, kann ich nur sagen, okay, die eine kann man so, die andere kann man so beantworten. Wichtig ist aber, glaube ich, und dann höre ich auf, dass in der Gesellschaft die verschiedenen Fragen bekannt sind, oder? Das sieht man jetzt, glaube ich, auch im gesellschaftlichen Diskurs, dass man sagen, ich kann fragen, hat das für die Entwicklung von Kindern in einkommensschwachen Schichten eine Auswirkung? Oder ich kann fragen, wie groß ist die Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn ich das oder das nicht mache? Oder ich kann fragen, wenn ich jetzt ein Gebäude niederreiße und neu baue, wie viel Flugreisen nach China ich gerade wieder verpulvert habe und wie oft ich nach Ägypten hätte fahren können, wenn ich das alte Bauwerk ganz vorsichtig renoviert hätte, schön hätte es auch noch ausgeschaut. Und diese Fragen sind nicht alle gleich laut in der Öffentlichkeit, würde ich vorschlagen. Ja, und ich denke vor allem auch, stellt sich jeder die Fragen, ja? Und wenn sich jemand keine Fragen stellt, sollen wir dann trotzdem nach außen kommunizieren mit unserem Wissen. Und da möchte ich auf Ivona Brandits Aussage, auch wenn das immer eine Gefahr ist, das zu reduzieren, nochmal zurückgehen vom November. Wir sind dazu gepolt, erst wenn wir etwas 100% wissen oder zu wissen meinen, selbst dann ist das noch nicht die Wahrheit, müssen wir nicht philosophieren, dann gehen wir nach draußen. Viele andere gehen nach draußen, bevor sie das irgendwie wissen. Ab wie viel Prozent können wir nach draußen gehen? Sollten wir auch nach draußen gehen, wenn es noch keine 100% sind? Ja? Und 100% und ja und nein, das ist auch eine Diskussion aus dem Chat, dass viele erst mit einem Ja und Nein umgehen können. Was tun? Jetzt sage ich doch noch was. Also ich glaube schon, dass man auch rausgehen kann und eben sagen, ich habe mir das sehr genau überlegt, aber ich habe noch keine Antwort. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und es gibt auch meines Erachtens nicht so diesen Riesenunterschied zwischen dem Peer Review, wo alles großartig ist, und der bösen Gesellschaft, wo alles grauslich ist. Auch innerhalb, wenn wir uns ehrlich sind, wenn man mit neuen Ideen kommt in der Hardcore-Wissenschaft, hat man sehr viele Prozesse soziologisch, die genauso sind wie in der Wissenschaft. Weil alle Leute haben schon andere Theorien gehabt, wollen dich nicht hören und so weiter und so fort. Jetzt habe ich meinen Ding verloren. Nein, was sehr wichtig ist, glaube ich, ist, dass man manchmal sagt, dass man etwas nicht weiß. Und ich habe öfters gute Erfahrungen gemacht als Wissenschaftler, wenn es wirklich hoch herging auf internationalen Konferenzen, wenn man hart angeschossen wird, weil man irgendwas gesagt hat, weil es noch keiner gesagt hat vorher, dass ich dann sage, ich würde mal gerne einen sokratischen Ansatz hier wählen. Ja? Wir geben mal alle zu, was wir alle nicht wissen. Und in diesem riesengroßen Nichtwissen beginnen wir dann zu denken. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Und ich halte mich gar nicht so sehr dafür gepolt, vielleicht ist in der Informatik mehr, Ivona, wie bei uns, weil wir wissen so viel nicht, dass wir das eigentlich immer wissen, dass wir es nicht wissen. Dieses Nichtwissen, das explizite Nichtwissen und das Umgehen mit Nichtwissen ist extrem wichtig, um eben auch zu unterscheiden, wo wir überhaupt was wissen können oder wo wir wissenschaftlich was wissen können und dass die Wissenschaft als auch letztlich als Beschäftigung begrenzt ist.
Es gibt diverse Fragen, vielleicht auch gerade moralischer Natur, die man wissenschaftlich nicht beantworten kann. Und mein Vorschlag wäre, auf die Frage von der Heidi in die Diskussion einzubringen, dass wir natürlich auch viele Sachen nicht wissen, aber dass wir eine sehr pfiffige Art als Wissenschaftler haben, mit Nichtwissen und Wissen umzugehen. Das wäre mein Ansatz, den ich manchmal auch einigermaßen erfolgreich versucht habe anzuwenden. Jetzt darf ich mich kurz einschalten. Bin ich jetzt dran, oder? Ja. Ja. Das eine ist ja das, und ich glaube, weil das auch im Chat jetzt auch angesprochen wird, da geht es um Inter- und Transdisziplinarität natürlich, geht es da auch. Und ich glaube, wir können auch darüber reden, was wir alles nicht wissen, aber was viel wesentlicher ist, ist, dass wir unsere impliziten Prämissen offenlegen, die wir in unserer eigenen Wissenschaft Wissenschaftsdisziplin haben, und jede Disziplin hat solche unhinterfragten Prämissen, einfach von denen sie ausgeht. Im Wesentlichen gibt es eben objektive Wirklichkeit oder nicht. Also wir sind alle in bestimmten Paradigmen auch verhaftet, in bestimmten Traditionen verhaftet. Das ist so das eine Argument. Also das ist auch das, was ich gemeint habe vorhin, wenn man das eigene Werte- und normative Konzept offenlegt, aber auch die Prämissen offenlegt, wird es auch möglich, über Wissenschaftsgrenzen, also über Fachgrenzen hinweg miteinander zu sprechen. Das ist so der eine Punkt. Und den anderen Punkt, den ich einbringen will, im Sinne von auch auf Heidi Schaar bezogen ist, manchmal ist es nicht so wichtig, etwas zu wissen. Manchmal ist es viel wichtiger zu wissen, dass etwas nicht richtig ist oder nicht stimmt. Wenn wir jetzt an die gesamten Fake News-Diskussionen und Verschwörungstheorien denken. Und eines zum Beispiel, was ich meinen Studierenden versuche beizubringen, ist zu sagen, wir müssen in einem Diskurs lernen, sehr genau auch darauf, also zu argumentieren, was nicht stimmt. Ja? Also wir lernen immer sehr stark auch, unsere Positionen zu verteidigen und das zu verteidigen, was wir glauben. Aber um weiterzukommen, müssen wir auch sehr genau darauf achten, im Diskurs zu schauen und zu sagen, aber das kann nicht stimmen, und das sozusagen, also dieses Widerlegen von, ich meine, das hat auch der Karl Popper gemacht, aber ich finde, das ist jetzt in der öffentlichen Diskussion auch so wichtig geworden. Also, dass wir sagen, wir wissen zwar nicht genau, wie es geht, aber wir wissen, dass das nicht stimmt, ja, und das kann nicht stimmen aus folgenden Gründen. Und auch da muss sich die Wissenschaft einbringen, weil das ist wirklich unser Handwerkszeug. Das können wir wirklich, da sind wir sozialisiert. Danke, ja. Ivona? Was mir in diesem öffentlichen Diskurs aber auch oft auffällt, ist, dass wenn jemand zugibt, keine Antwort zu wissen oder keine Antwort zu kennen, das immer als eine Art Schwäche aufgefasst wird. Und oft kommen so, ich meine, wir haben in der Gesellschaft, in der Technik, Entwicklung, Innovation sehr viele komplexe Fragen, auf die es auch komplexe Antworten gibt. Und wenn man keine einfachen Antworten gibt, dann kommt, ich habe zumindest das Gefühl, so wird das oft als Schwäche, beziehungsweise als, naja gut, dann finden wir etwas, was einfacher, oder dann finden wir etwas, eine einfachere Frage auf diese komplexe Antwort. Vielleicht täusche ich mich, aber das ist meine Wahrnehmung, wie es oft so abläuft. Da habe ich aber ganz ehrlich das Gefühl, dass die Bevölkerung das teilweise schon kapiert, dass wenn Leute meinen, auf alles und jedes eine Antwort zu wissen, dass das dann auch mit einem größeren Fragezeichen versehen wird. Also bin ich jetzt, glaube ich schon, dass da einige Leute dann Fragezeichen dahinter stellen. Ich möchte noch eine Sache aus dem Chat noch ganz kurz aufgreifen und die noch mit einer weiteren Frage verknüpfen. Es kam nämlich ein Chat auf, okay, und wie ist jetzt eigentlich der Zusammenhang mit der Third Mission der TU Wien, die sie ja hat, die sie sich ja selber gegeben hat? Also das heißt, wann und wie fordert die TU Wien eigentlich von ihren eigenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein, dass sie im Sinne dieser Third Mission handeln? Gibt es da beziehungsweise vertraut man da einfach auf das Eigenengagement von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Oder sagt man auch,
wer sich in diese gesellschaftliche Debatte reinwirft und das, einfach im Sinne der Third Mission ist, dann wird das auch irgendwie honoriert. Also gerade was die Sabine, glaube ich, vorher angesprochen hat, dass es gewisse Freiräume gibt für ein solches Engagement oder auch, dass das irgendwie im Lebenslauf dann beispielsweise von jungen Wissenschaftlern auch irgendwie honoriert wird. Das heißt, dass diese Third Mission und das Transportieren von wissenschaftlich fundierten Inhalten nach draußen in die Gesellschaft, was ja auch unser Auftrag ist, dass das dann dementsprechend auch zum Tragen kommt. War jetzt wieder eine sehr lange Frage. Vielleicht nochmal verkürzt, also wie schafft es die TU Wien, ihre Third Mission, ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu zu bringen, die Third Mission aktiv auch wirklich mitzutragen und nach außen zu vertreten? Ich glaube, eine Möglichkeit ist es, ich weiß nicht, ob das dort schon mal war oder ob es noch gibt, bei FAF gibt es sogar so Förderprojekte für die Kommunikation. Also Kommunikation von Forschungsergebnissen. Das wäre eine Möglichkeit, das wirklich aktiv zu fördern. Also diese Transfer, Wissenstransfer und Kommunikation nach außen. Durch Projekte vielleicht. Also ich persönlich habe den Eindruck, dass es ja sowieso stattfindet. Das kann es besser werden, schlechter werden, wie auch immer. Und ich glaube, die heutige Veranstaltung und auch das ganze Semester, wo ich jetzt nicht immer alles angehört habe, hat ja sehr schön gezeigt, dass es diverses Engagement gibt, oder? Von Barbara Lahr angefangen und so weiter. Und ich glaube auch, dass die TU Wien eine sehr, sehr alte Tradition da drin hat. Da müsste man wahrscheinlich mal in den Archiven stöbern, aber selbst wie ich in den 90er Jahren hier studiert habe, war das natürlich schon sehr bekannt. Hermann Knoflacher und so weiter war ja immer ein vorderster Front bei der wirklich klaren Kommunikation, was er sich gedacht hat. Ne? Und in der irgendwie großen, wenn du so willst, Tradition steht ja die Barbara Lahr auch und so. Das heißt, es gibt diese Tradition und was man ja auch gesehen hat während der Covid-Krise, es gibt den Diskurs auf der TU Wien, wie das die Wissenschaftler machen sollen. Also es ist ja nicht nur so, dass jetzt manche motiviert werden sollen, hinauszugehen. Andere, die draußen sind, sagen andere Leute auch wieder, naja, das war vielleicht nicht so gut. Also wir haben offenkundig auch einen internen Diskurs, wie man sowas tun sollte. Darauf läuft es hinaus, oder? Und ich persönlich, jetzt werde ich wieder persönlich, weil das ist meine eigene Meinung, ich hätte die Hoffnung, dass wenn die TU, sagen wir, wissenschaftlich fundierte Erklärungen nach außen, die dazu helfen können, diese globalen Probleme zu lösen, wenn sie eine seriöse Form, das nach außen zu tragen, unterstützt, dann wäre das, glaube ich, genau angebracht, oder? Wir haben, glaube ich, eine gewisse Tradition auch mit Florian Aigner und anderen, das einigermaßen gut nach außen zu bringen, kann man immer noch verbessern, oder? Es läuft momentan sehr auf Eigeninitiative. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das so schlecht ist, oder? Eigeninitiative heißt, dass die Leute hinausgehen, die jetzt wirklich spüren, dass sie es machen wollen. Wenn das jetzt irgendwie eingeklagt wird, dann muss es ja nicht unbedingt besser werden, dann das Niveau der sagen wir, Meinungsäußerungen nach außen. Aber also ich persönlich glaube, die TU ist, glaube ich, gut beraten, wenn wir wissenschaftlich fundiert operieren, wenn wir, so wie die Sabine gesagt hat, uns dann deutlich zu was äußern, wenn es wirklich falsch ist, so im guten popperschen Sinne, das, was wirklich nicht hinhaut, da sind wir wahrscheinlich auch relativ konsensfähig, dass wir dazu was sagen. Für die persönliche wissenschaftliche Entwicklung will natürlich, das ist zutiefst psychologisch, will die Menschheit immer Entdeckungen haben, sie will immer was Positives haben, oder? Es gibt, solange ich in der Wissenschaft bin, immer die Leute, die sagen, wir sollten mal ein Paper schreiben, was alles nicht geht. Und dann ist natürlich immer die Antwort, es geht so viel nicht, das Paper wird furchtbar lang. Du musst dann irgendwas schreiben, dass es eigentlich doch geht, obwohl das philosophisch gesehen blöd ist. Ja. Aber also ich würd mich freuen, wenn wir wissenschaftlich seriös uns manchmal sagen, was wirklich falsch ist. Ja, ist meine persönliche Meinung dazu. Ich würde gern dazu einfach nur die Leute jetzt auch, ich moderiere das zwar nicht, aber mich würde so interessieren, was die Leute hier sagen und wie sie das erleben. Und ich weiß zwar nicht, ob das gedacht war, aber ich hätte so verstanden, dass sich alle beteiligen, notwendigerweise nicht nur im Chat, und vielleicht will sich jemand unmuten und die Kamera einschalten. Es kann sich gerne jemand dazuschalten, wenn er dringend was loswerden will. Das ist also überhaupt kein Problem. Sehr gern.
man kann ja die Leute, die besonders viel gechattet haben, oder Thomas? Einmal aufrufen, weil die haben die... Also Herr Burkhardthofer, Sie werden quasi eingeladen, hätten wir jetzt einmal im Chat irgendwie drin, um vielleicht noch die Zeit ganz kurz zu überbrücken. Wenn wir jetzt über nochmal zurückgehen zu unserem Anfangsthema, dass wir gesagt haben, okay, wo liegt die Verantwortung von Wissenschaft und die Wissenschaftskommunikation und wie können wir das Ganze irgendwie noch ein bisschen fördern auf der TU? Dann hatten wir jetzt ein paar Grundgedankenbahnen mit drin, also beispielsweise 2 Stunden irgendwie freizugeben, das in den Lebensläufen sichtbarer zu machen. Und was jetzt gerade im Chat auch irgendwie gekommen ist, das Ganze als ein Einstellungskriterium zu machen für zukünftige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Denkbar? Oder? Ansonsten können wir die Frage auch kurz mal zurückstellen und dann Herrn Güntner an der Stelle kurz reinlassen. Wie ihr wollt. Ja, soll ich kurz? Ja, bitte. Ja, alles klar. Ich würde gerne den Punkt, den ich vorhin genannt hatte mit dem Elefanten und der Third Mission nochmal aufgreifen, weil es gibt ja, also das eine ist ja diskutieren, aber das andere ist, es gibt ja momentan eine Suche nach institutionellen Strukturen oder nach einer Veränderung der Strukturen, zumindest nehme ich das so wahr, die Diskussion aufzugreifen. Ja, ich bin gleich da. Ich denke jetzt beispielsweise an die Diskussion um den neuen Evaluationsprozess, wo der Begriff der Gesellschaft ständig auftaucht und es ein Rumstochern gibt, das meine ich jetzt nicht abschätzig an diejenigen, die daran beteiligt sind, danach, was das denn sein kann, unglaubliche Fantasien davon, ja, oh, wir müssen jetzt alle in die Schule gehen oder oh, wir müssen so eine Geschichte machen und Respekt und so ein Unbehagen damit. Ne? Und ich frage mich so die ganze Zeit, wie wir das an den Leuten unter uns, die da kein Unbehagen mit haben und aus persönlichen Erfahrungen auch berichtet haben, wie sie das überwunden haben, zu so einer Art Ideen, vielleicht auch Richtung Universitätsleitung kommunizierbarer Ideen kommen könnten, die diesen Diskurs mal diese Diskussion auf eine andere Ebene legt, dass man da nicht sozusagen so eine Distanz sieht und Angst vor hat, sondern sagt, das ist ein ganz breites Feld, aber ein enorm wichtiges Feld. Und ich frage mich, wie wir jetzt quasi von dieser Praxis, die wir miteinander teilen, da ein Stück weit systematischer werden können, sodass das dann die entsprechenden Prozesse auch verstehen. Oder ob das überhaupt, also was ihr davon haltet. Also weil das kann ja auch sein, dass wir sagen, nee, das ist vielleicht die falsche Adresse in dem, was wir diskutieren. Ganz kurze Info noch zwischendurch, also falls sich wer jemand ganz Wort melden will, einfach bitte kurz an die Lea Rehnoldner, Entschuldigung, da kurz eine Message hinterlassen, dann kann sie das freischalten. Ja, gibt es hierzu Meinungen, sei es von den Leuten, die schon immer gesprochen haben oder von anderen? Also was man natürlich auch noch dazu sagen kann, man muss auch immer die einzelnen Persönlichkeiten und auch einzelne Wissenschaftler auch betrachten, weil die sind ja auch nur Menschen. Und der eine kann es besser oder die eine kann es besser und der andere oder die andere kann es schlechter. Ich finde das natürlich auch, also man muss nicht alles jetzt aufs Biegen und Brechen dann versuchen, sondern dann auch schauen, okay, wer kann das gut, wer möchte das machen, also und da auch dementsprechend zu fördern. Ja, es gibt bestimmt Leute, die sind super basic Research und so weiter. Sollen sie das auch machen? Und ich glaube, an der Uni ist es auch, da auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, die das zum Beispiel gern machen wollen oder so, dementsprechend das auch zu üben. Also es muss nicht jeder alles können. Ich glaube, ich finde das auch gut, auch diese 2 Stunden, dass das muss nicht jeder machen, sondern der es möchte und dass auch eine Weiterbildung dafür, dass es eine Weiterbildung gibt, okay, eine Schulung. Ja. Na, also, aber wir müssen doch alle auf Biegen und Brechen wissenschaftlich publizieren, ja. In der Informatik mehr, wie wollen.
Also klar, ich denke, das ist eine Diskrepanz. Ich habe mich immer gefragt, ob ich jetzt den Layman Report nennen soll, der ja so oft gefordert wird auf EU-Ebene, dass man dann für den oder die Laien etwas schreibt. Gut, wozu führt das? Der Projektbearbeiter hat noch einen weiteren Bericht zu schreiben. Wozu führt das? Der Tag bekommt nicht mehr als 24 Stunden. Ja. Ich glaube, das ist so ähnlich wie mit der Frage dieses Gender-Absatzes in Forschungsantragen oder dieses Ethik-Absatzes in Forschungsanträgen. Die grundlegende Idee hinter diesen Maßnahmen, und so ist es auch mit dem Lehmann-Absatz, ja, die grundlegende Intention hinter all diesen Maßnahmen ist, diesen Wertediskurs zu führen, ja, und sich damit auseinanderzusetzen, eben, warum mache ich das, was sind meine Wertvorstellungen, was sind meine Zielvorstellungen, wie mache ich das auch transparent, was ist mir wichtig damit und mit welchen Methoden gehe ich vor, also nicht nur eben die Methoden transparent darzulegen, sondern was habe ich alles mitreflektiert, und eine Frage ist natürlich auch, reflektiere ich mit, was hat meine Wissenschaft für Konsequenzen auch oder mögliche Konsequenzen für die Gesellschaft, und wie könnte man diese adressieren? Und ich glaube, darum ging es eigentlich, dass es zu unserem Selbstverständnis, Selbstverständnis eines Wissenschaftlers gehört, diese Fragen mitzureflektieren in unserer Arbeit, die wir machen. Und es geht eben weit darüber hinaus, irgendwelche Reports zu schreiben. Und das finde ich diesen mühsamen Teil davon. Ja? Aber ich weiß ganz genau, wenn ich einen Forschungsantrag lese von Forscherinnen und begutachte, die sich diese Fragestellungen gestellt haben, ja, die nicht jetzt nicht nur eine KI-Anwendung entwickeln, ohne sich der Frage zu stellen, und was hat das dafür für Implikationen für die Zukunft, für die Gesellschaft, für betroffene Personen, für vulnerable people etc., dann weiß ich, das ist ein guter Antrag. Das ist auch herauslesbar. Das heißt, die Arbeit selbst wird besser. Ja? Und ich glaube, darum ging es. Und ich glaube, um wieder auf die Frage zurückzukommen, es ginge wieder vermehrt, die Frage zu stellen, warum mache ich das? Warum bin ich denn an der TU Wien? Was ist denn mein Beitrag? Was treibt mich hier? Ja, diese Purpose-Drivenheit sozusagen in den Vordergrund oder mit hinein in das professionelle Selbstverständnis zu tun. Wenn Sie Ärzte fragen, dann wissen die viele von Ihnen zumindest, dass Sie Menschen helfen wollen, dann ist da sozusagen das Leitmotiv. Und wenn Sie Lehrerinnen fragen, dann haben die auch ein Leitmotiv. Und in der Wissenschaft ist uns das Leitmotiv ein Stück weit abhanden gekommen, weil wir Punkte zählen und Hirschfaktoren zählen. Ja? Und das finde ich schade. Also dazu muss ich jetzt schon was sagen. Als einer, der hirschfaktormäßig ziemlich gut dasteht. Die Leute mit den besten Hirschfaktoren in unserem Gebiet, zum Beispiel Bauingenieurwesen, sagen wir Material Science, und vor allem am Übergang zu Biomedical Engineering und zu Bionic Genic Engineering und zu nachhaltig Engineering, da kenne ich keinen einzigen, der nicht jedes Paper damit beginnt, dass der Klimawandel gelöst wird. Das wird oft als Widerspruch immer wieder hingestellt und wird auch immer wieder repliziert. Es ist dadurch, glaube ich, nicht unbedingt besser. Die guten Hirschfaktoren, die funktionieren nicht so, dass sich die Leute das ausmachen, so wie bei den Verschwörungstheorien, dass der Bill Gates sich alles ausmacht mit denen, wer einen Hirschfaktor kriegt. Das ist sehr wohl bis zu einem hohen Grad das Ergebnis eines wirklich harten Diskurses, der eben weltweit ist. Und du kannst dir den Hirschfaktor nicht kaufen. Das ist absolut unmöglich. Dazu ist das viel zu global. Und eines kann ich schon sagen, also gerade im sagen wir Material Science, Bauingenieurwesen Begriff, der sehr tief hineingeht in die Biologie, eben nicht nur bei den Sachen, die Heidi Schaar macht, sondern auch bei den Sachen, wo man es gar nicht glaubt, also Hardcore-Baustofflehre und so, ja, das wird seit ungefähr 20 Jahren massiv getrieben durch Interaktionen mit der Biologie. Das sind die Themen, die genau die großen Hirschfaktoren haben, sind genau, kein großes Wunder, Klimawandel und Digitalisierung. Das ist genau das, oder? Und das sieht man auch bei uns auf der TU Wien. Ich meine,
Der Günter Blössel ist unser meistzitierter Wissenschaftler. Wieso? Weil er schon wahnsinnig früh angefangen hat, das mathematische Modellieren, wie das hinhaut. Also ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, gewisse Widersprüche nicht, also auch zu erklären der Öffentlichkeit, dass es diesen Widerspruch, glaube ich, nicht so gibt. Ja. Der Hirschfaktor ist so ein bisschen wie ein Konto als Wissenschaftler, oder? Wenn man gar kein Geld verdient, ist auch schwer. Aber wichtig ist, was man auch mit dem Geld macht. Und ich glaube schon, da bin ich eher Optimist, so viele Wissenschaftler, die den brillanten Hirschfaktor haben, zumindest im Ingenieurbereich, sich aber nicht mit den relevanten Themen beschäftigen, gibt es nun mal nicht. Also das, was Thomas und so weiter auch gemacht hat, was wahnsinnig weitertreibt in Material Science, ist, wie kann ich mit weniger Verbrennungsprozessen, mit weniger CO2-Ausstoß genauso feste Baumaterialien machen und so. Das ist das, wo momentan das alle irgendwie zitieren, weil sie Hoffnung haben, das auch zu lernen. Also ich halte es für die Diskussion auch innerhalb der Uni nicht für besonders produktiv, immer zu sagen, die bösen Leute mit den Hirschfaktoren, die wissen nicht, worum es geht, und eigentlich sind es andere Probleme. Das ist korreliert, glaube ich. Das ist wirklich korreliert. Wenn wir einigermaßen intelligent über die Welt reden und schreiben, dann wird es halt in der Wissenschaft als Hirschfaktor gemessen. Aber es ist nicht überschätzen, in keinster Weise zu überschätzen. Ja. Christian, ich will kein Bashing von Personen mit guten Hirschfaktoren machen, im Gegenteil. Das weiß ich auch, ja. und ich hätte jetzt auch vorgeschlagen. Das ist kein Widerspruch, ja. Aber ich würde schon sagen, also ich möchte schon noch einmal darauf hinweisen, dass das erstens sehr unterschiedliche fächerdisziplinäre, also in den einzelnen Fächern sehr unterschiedlich ist. In den Sozialwissenschaften der Hirschfaktor weniger Bedeutung hat, absolut, als in den Ingenieurwissenschaften. Und was wir auch nachgewiesen haben, ist es natürlich, dass es Zitationsnetzwerke gibt. Ja? Ja. Und die beeinflussen selbstverständlich den Hirschfaktor. Und natürlich kann man den pushen. Und natürlich wird das auch gemacht. Ja, aber du kannst keine Größenordnungen verändern. Der Social Citation Index wird gepusht. Und ich meine, das haben wir alles gesehen. Ich habe ja nur, ich sage nicht, dass das irrelevant ist. Ja? Er hat seine Berechtigung und ist relevant. Nur das Sprachspiel der Ökonomie ist in das Sprachspiel der Wissenschaft gekommen und wir haben teilweise vergessen, uns wirklich mit den relevanten Fragen auseinanderzusetzen, weil wir die Universitäten in dieses ökonomische Sprachspiel eingeführt haben und es jetzt um Maximierung von Publikationen, Maximierung von Output etc. geht und nicht um Impact. Und das ist sozusagen etwas, was ich schwierig erachte. Ja? Ja, gut, halt, stopp. Genau. Ja, tut mir leid. Wir müssen jetzt langsam einen Punkt machen. Also das heißt, für 1 bis 2 Sätze ist noch Zeit. Danach wird das Mikrofon von mir einfach kraft souveräner Willkür einfach auf stumm geschalten. Das heißt, nein, natürlich eigentlich schon. Also wenn ihr noch ganz kurz, jemand aus der Runde noch schnell was loswerden möchte, was ihm jetzt noch ganz, ganz brennend auf der Zunge liegt, dann sehr, sehr gern. Und ansonsten wäre ich jetzt aus dieser Diskussion rausgegangen mit schon ein paar Erkenntnissen, die wir jetzt insgesamt hatten, dass wir einfach Freiräume brauchen für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, also Freiräume, die auch von der TU Wien zugestanden werden, um sich entsprechend einbringen zu können, dass das jetzt nicht alles irgendwie im Arbeitszeitkonto dann die Überstunden halt sind, dass wir gerade mit unserem Impact, den wir durch unsere Lehre haben, sehr viel erreichen können, weil wir ja dann doch 3000 Absolventinnen und Absolventen pro Jahr so produzieren und quasi in die Gesellschaft rausschicken. Das heißt, da haben wir schon ein paar Punkte, an denen wir drehen können. Gut, also wie gesagt, 1, 2 Schlusssätze, falls noch jemand was loswerden möchte. Und ansonsten würde ich auch uns so langsam mal rauskehren und uns in den Feierabend entlassen. Es ist ja dann doch wieder 19 Uhr. Bitte. Vielleicht ein Satz. Also wir haben jetzt in der Corona-Krise gesehen, also wenn man nicht mehr weiter weiß und wenn alle Stricke reißen, dann übernehmen Wissenschaftler, oder? Draußen aufsetzen. auf der Welle weiter schwimmen. Offensichtlich können wir schon viel auch in diesem öffentlichen Diskurs bewirken. Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann man eigentlich kaum finden. Dementsprechend würde ich uns jetzt rauskehren, würde noch ganz kurz den Gerald Steinhardt bitten, dieses Format heute dann schlussendlich auch komplett zu schließen.
Bedanke mich relativ, also sehr herzlich bei den Leuten, die teilgenommen haben an der Diskussionsrunde, logischerweise auch an der ersten. Vielen Dank dafür und ich verabschiede mich. Okay, dass ich mitmachen durfte. Ja, mir obliegt es jetzt im Namen des TU Visionsteams, mich am Ende dieser Veranstaltung von Ihnen allen zu verabschieden. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei den Diskutantinnen und den Moderatorinnen der beiden Diskussionsrunden. Es gab ganz viele, viele Impulse und viele, viele Fragen. Insgesamt war es für mich sehr ermutigend, nämlich auch die Beispiele von TU-Wissenschaftlerinnen und Gruppen, die sich in unterschiedlicher Weise hier ihre gesellschaftliche Verantwortung als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im öffentlichen Diskurs wahrnehmen. Das heißt also, die Erkenntnis ist, wichtig ist, sich in kritischer Weise einzumischen in den gesellschaftlichen Diskurs, nicht die Wahrheit zu verkünden, sondern die wissenschaftliche Erkenntnis einzubringen und sich auch streitbar einzumischen. Das hat zwei Aspekte für mich gezeigt. Zum einen, was heißt das für das Handeln der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der TU Wien? Aber zum anderen natürlich auch, was heißt das für die Institution der TU Wien, für die größte Forschungseinrichtung in Österreich im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich? Was für ein Selbstverständnis hat die hier? Wofür steht sie und wie fördert sie auch ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Wahrnehmung dieser gesellschaftlichen Verantwortung? Ursprünglich hatten wir ja ein wesentlich größeres Format, eine größere Veranstaltung, eine TU-weite Veranstaltung zu diesem Rahmenthema Wissenschaft und Verantwortung geplant. Die Covid-Situation hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Uns war das ganz wichtig, das groß zu diskutieren an der TU Wien, denn TU Vision möchte ja vorbereiten strategische Linien der TU Wien. Wir haben das gemacht mit der Frage der Exzellenz, der Nachwuchsförderung und wir meinen, dass es auch wichtig ist, im Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung als Institution hier eine klare strategische Position einzunehmen und nicht, wie Simon Güntner das gesagt hat, nur das Wort Gesellschaft als Platzhalter zu verwenden. Ja, so gesehen hat das heute viele Impulse und Fragen gebracht, das ganze Semester, auch die beiden Folgenveranstaltungen und sicher nicht die endgültigen Antworten. Es ist eher ein Aufbruch und nicht das Ende. Wir werden das jetzt zusammenfassen, noch einmal rückblickend reflektieren und auf dieser Basis das Sommersemester planen. Die Frage also, wie geht es mit TU Vision weiter? Und alle sind herzlich eingeladen, hier Ideen und Vorschläge einzubringen. Bitte entweder noch im Chat schreiben, wir werden den speichern, oder an Lea Renoldner ein E-Mail schicken. Das konkrete Programm, das für das Sommersemester dann es geben wird, das werden wir im März kommunizieren. Danke noch einmal sehr herzlich für die Teilnahme und ich hoffe, dass wir uns im Sommersemester wiedersehen, so wie es aussieht, klarerweise wieder im Rahmen von Online-Events, die wir planen und vorstellen werden. Danke und auf Wiedersehen. Schönen Abend für heute.